Sei gegrüßt, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Episode des Garnicus Podcasts. Von mir wie immer aktuelle News aus unserem Shop für euch. Und zwar haben wir unser Immunbundle wieder aktiviert. Das besteht aus dem Garnicus Original Vitamin C und unserem Zink. Selbstverständlich zum Vorteilspreis, bei dem ihr euch ein kleines bisschen was sparen könnt. Und ich weiß aber auch, dass aktuell einige Produkte nicht auf Lager sind. Und deshalb kann ich euch nur einen Tipp geben, wenn ihr sehnsüchtig auf euer Lieblingsprodukt wartet, zum Beispiel den Galenicus, dann geht auf garnicus-original.de, ruft das Produkt auf und klickt auf den roten Button, wo drauf steht E-Mail erhalten, wenn verfügbar. Denn dann passiert nämlich genau das, was auf dem Button steht. Ihr bekommt als allererstes automatisch eine E-Mail, sobald unser Lager wieder aufgefüllt wird. So könnt ihr euch nämlich als allererstes auch das Produkt sichern und läuft nicht der Gefahr, dass es schneller weg ist, als ihr schauen könnt. Dieser kleine Tipp von mir, checkt garnicus-original.de aus, tragt euch ein und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Podcast-Episode. Ladies and gentlemen, it's showtime! Garnicus Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Garnicus. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Garnicus Podcasts. Heute zu Gast ist kein geringerer als Heiko Kalbach. Ihr habt ihn vielfach gewünscht. Ich habe ihn kontaktiert. Jetzt ist er da. Heiko, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Garnicus Podcast. Ja, ich freue mich, bei dir sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Und dann lass uns mal die Leute bespaßen hier, wa? Ja, das machen wir heute. Ich freue mich, dass es so schnell geklappt hat. Die Nachfrage war wirklich riesig und auch Fragen wurden ohne Ende gestellt. Ich meine tatsächlich, es war noch nie so eine große Menge an Fragen. Deshalb versuche ich heute so viele wie möglich zu stellen, sowohl meine als auch die der Follower. Kriegst du das überhaupt selbst so mit, dass die Leute dich feiern? Und was denkst du, ist der Grund dafür? Naja, ich krieg das schon so ein bisschen mit, dass mich jetzt mehr Leute wie früher auf dem Zettel haben. Ich denke mal, das hängt einfach damit zusammen. Kann man abkürzen, ehrlich, wert am längsten. Mhm. Du stehst für Transparenz, für Ehrlichkeit, das kann man sagen. Ja, und wie gesagt, ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Also jetzt da irgendwas den Leuten erzählen, was so trendy ist oder was gerade in die Zeit passt, das ist nicht der Heiko. Der Heiko, der hat Ecken, Kanten und davon nicht zu wenig. Und aber trotzdem glaube ich, das Herz am rechten Fleck, so sagt man es zumindest nach. Mhm. Glaubst du, das ist so ein Generationending, dass ihr von der älteren Garde noch einfach realer, ehrlicher, echter seid als so die Protagonisten von heutzutage? Ich glaube ja, und ich glaube, das hängt auch viel mit Social Media zusammen, weil die meisten Leute wollen anderen einfach nur gefallen. Das darin besteht ihr Lebensinhalt. Und das ist, wie gesagt, wer mich kennt, der weiß, mir ist das scheißegal, ob mich Leute mögen oder nicht. Man nimmt mich so, wie ich bin. Entweder man lässt es oder man nimmt es an, weißt du? Und ich bin auch froh darüber, weil das grenzt natürlich die Sache für mich sehr ein. Und von den Leuten, die mich mögen, also die auch mit der Wahrheit zurechtkommen. Weil eigentlich, ich habe früher schon darauf Wert gelegt und habe gesagt den Leuten, mit mir müssen wirklich nur Leute klarkommen, die Bock drauf haben auf mich und auf meine Art. Ich werde niemand was vorspielen. Ich weiß zwar, wie man sich benimmt, wie man respektvoll ist und ja, das weiß ich tatsächlich. Lass es nur nicht raushängen. Das mache ich dann meistens bei meinem Gegenüber, wenn ich ein ernsthaftes Gespräch führe. Jetzt so in der Öffentlichkeit, das sind ja keine ernsthaften Gespräche, wenn man mal irgendwas beantworten muss oder dann lasse ich halt den Straßenkalle raushängen. Ne? Mhm. Damit bin ich auch ganz gut gefahren und habe natürlich mich abgeschirmt mit meiner bösen Art teilweise und habe mir viel vom Hals gehalten von Leuten, die ich gar nicht um mich rum haben wollte, von vornherein. Das ist vielleicht so ein Selbstschutzding früher gewesen und das hat sich dann so eingeschliffen in meinem Leben, weil ich damit wirklich gut gefahren bin. Mhm. Würdest du sagen, du hast so zwei Gesichter oder lässt du bewusst
Also lässt du bewusst den bösen Kalle daraus im Internet? Weil ich werde mir jetzt das angucken, die nächsten 1-2 Stunden, und du wirst mir sehr ernsthaft antworten, da bin ich mir sicher. Aber ich habe so das Gefühl, du dosierst das absichtlich richtig, wenn du weißt, es ist jetzt gerade an der Zeit, einfach um auf die Kacke zu hauen, den Assi raushängen zu lassen. Aber wenn es auch in der Öffentlichkeit ernst ist, dann bist du auch ernst. So wie man in den Wald reinruft, weißt du? Guck mal, mit dir habe ich jetzt einen vernünftigen Gesprächspartner. Ich habe mir ja deine Sachen auch vorher viel angeschaut. Weil ich gucke ja, zu wem ich oder wo ich eine Einladung annehme und wo nicht. Hm. Und das hat jetzt nichts mit Reichweite oder sonst irgendwas zu tun, sondern das ist sinnvoller Content, der hier produziert wird gerade, glaube ich. Oder ich hoffe, wenn die entsprechenden Fragen von deiner Seite kommen. Und mit dem Assi raushängen lassen, das, ich würde nicht sagen zwei Gesichter. Ich bin so. Aber ich weiß, wann man seriöser auftreten muss. Vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich bin Junge von der Straße. Ich weiß mich immer verbal zu wehren, immer. Mhm. Und das ist egal, wer vor mir steht. Aber wie gesagt, wenn man jetzt so in der Öffentlichkeit auch mal vernünftig Rede und Antwort stehen muss, dann kann ich das mit Sicherheit auch, auf jeden Fall. Kommt eine dumme Frage, kommt eine dumme Antwort. Ist doch logisch. Mhm. Ja, ganz klar. Du bist, würde ich schon sagen, so ein Typ vom alten Eisen, der noch aus einer Zeit kommt, da war Internet noch gar nicht aktuell oder noch nicht so wirklich am Start? Wie ist es für dich, wenn heute sehr viel nur noch online stattfindet? Hat es für dich mehr Positives oder mehr Negatives, dass du als jemand, der kein aktiver Athlet mehr ist, so problemlos noch stattfinden kannst? Wir können uns ja sonst eigentlich auch nicht so einfach unterhalten, wie wir das jetzt machen, wenn es kein Internet gäbe. Ja. Mein allererstes Internet war tatsächlich noch mit Modem. Das kannte ich auch, 56K-Modem, was so Geräusche macht. Ja, genau, das Ding. So hat das alles angefangen für mich, um die ersten Schritte im Internet zu bämmen, weil ich war auch immer ein Typ, der wollte die Zeit nicht verpennen. Dann habe ich mir so einen Computer besorgt, beziehungsweise wurde mir einer geschenkt von Bekannten. So ein altes Ding, so ein viereckiger Kasten halt, und so fing Internet für mich an halt, ne? Aber so fummelt man sich dann rein. Heute steht ein MacBook hier. Also die Zeit da ist nicht stehen geblieben bei mir. Und ja, das hat schon Vor- und Nachteile alles. Ne? Andererseits, wie gesagt, Leute, die mich aus meiner aktiven Laufbahn nicht kennen, das ist der größte Teil auf Social Media, komischerweise. Und auch der jüngste Teil. Ich habe extrem junge, wie soll ich sagen, Fanpublikum oder Publikum, das sehe ich auch auf den Messen, wenn ich auf Fibus bin oder so, die einfach diesen Assi-Content mögen und meine ehrliche, direkte Art, und die schauen dann wahrscheinlich mal nach, was hat der früher gemacht, wieso reißt dein Kanal so oft? Ah, da kann's ja, der hat ja mal einen dicken Ärmel dran gehabt und sah aus wie ein Sportler. Und ja, das ist halt der Vorteil von Internet und Social Media, dass man da in einer großen Menge zugänglich ist halt. Ne? Jeder kann sich über jeden informieren. Früher bei uns konntest du die Stasi, jetzt kannst du hier. und das sind die Vorteile vom Internet halt jetzt, wenn man nicht mehr aktiv ist, so wie ich. Ne? Für aktive Athleten ist es natürlich teilweise ein Fluch. Mhm. Was würdest du sagen, sind die Nachteile? Man kann ja schon sagen, es kann jeder ins Internet. Ohne Zensur so mehr oder weniger. Und manche sollten es vielleicht nicht. Mit Sicherheit, gebe ich dir recht, bin ich ganz bei dir. Sollten ganz viele sogar nicht machen. Aber jeder will natürlich ein Stück vom Kuchen abhaben. Mhm. Der Nachteil ist so ein bisschen, wenn man das so berufsmäßig betreibt wie wir, man muss abliefern. Weißt du, zum Anfang, da hat es mehr Spaß gemacht, da hast du einfach mal, wenn du Bock hattest, irgendwas reingeklatscht, und das war dann witzig und das wurde dann gefeiert und dann war cool. Aber wenn dann der Druck kommt oder dann auch der Leistungsdruck, du musst jetzt abliefern, und was denkst du, wie ich versuche manchmal den Kalle-Report rauszuschieben? Oh, jetzt wieder, ne, ich krieg ja dann die Themen vorgegeben und dann, aber gut, andere ist, ja, das weiß ich nicht, wie man das sagen soll, also ich habe mich versucht anzupassen der Zeit und dem Internet und dem Social Media und fahre damit ganz gut, ehrlich gesagt, und bin für mich froh, dass es das jetzt gibt und dass ich damit halt auch meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, unter anderem. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich mache es ja nicht nur einmal, ich mache es zweimal die Woche, einmal die News, einmal den Podcast, und du hast schon diesen Leistungsdruck, jede Woche auch was Sinnvolles zu sagen. Ja. Was würdest du sagen,
War schwieriger oder ist schwieriger, früher auf der Bühne zu stehen oder jede Woche den Kalle-Report zu machen? Na, auf der Bühne stehen, das hat ja Spaß gemacht. Der ganze Lifestyle, das war vom frühmorgens Aufstehen, das war genau das, was ich wollte. Da war auch nicht, oh, ich muss jetzt ins Gym oder so. Das gab's bei mir nicht. Also, oder extrem selten, so dass ich mich kaum daran erinnern kann. Weil das wollte ich, habe den Wettkämpfen entgegengefiebert. Oh, hoffentlich ist die Diät bald rum, hoffentlich kann ich. Wie so ein Pitbull, der losgelassen werden will, so, weißt du? Ich will mich mit dem Besten messen und so. Ich bin der kleine Nobody aus Cottbus und dann stehe ich auf einmal in Amerika mit dem Besten, mit meinen Idolen auf der Bühne zusammen. Das war mein Antrieb gewesen und mein Mindset hat sich komplett darauf ausgerichtet. Und ja, natürlich war das besser gewesen und geiler, um deine Frage zu beantworten. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen dem Bodybuilding damals und dem Bodybuilding heute? Muss nicht mal unbedingt eine schlechte Entwicklung sein, aber was fällt dir in dem Zusammenhang am meisten auf? Das habe ich schon oftmals gesagt. Ich sage oder ich denke, das Mindset der Leute ist halt nicht mehr das wie früher. Deswegen wird auch zu schnell rumgejammert und zu viel Angst wird gehabt. Vor allem, wir haben gar nicht nachgedacht. Wir sind einfach her mit dem Zeug, her mit den Hanteln, her mit dem Fressen. Und bei uns war wirklich, es war also ziemlich simpel. Das geht heute leider nicht mehr. Da ging schlafen, fressen, trainieren. Die drei Sachen habe ich gelernt damals. Das musst du haben. Arbeiten passt da schon nicht mehr rein. So ungefähr, weißt du, wenn du irgendwo 8-9 Stunden arbeitest, dann kannst du nicht das Ergebnis abrufen, was du abrufen willst, um dein Ziel zu erreichen. Also musste ich mir anders Gedanken machen. Und ist ja nur jeder weiß ja nur mittlerweile, dass ich sehr milieulastig aufgewachsen bin die letzten 30 Jahre und da meinen Lebensunterhalt bestritten habe. Was nicht heißt, dass du da den ganzen Tag nur rumsitzt und Geld einsammelst, sondern das ist bestimmt auch nicht ohne hier und da. Ne? Und vor allen Dingen viel gefährlicher wie ein geregeltes Leben. Aber so geregelt und langweilig, das war noch nie so meins gewesen. Muss schon immer ein bisschen Kitzel mit dabei sein oder ein bisschen Stress oder dies oder das. Das hält ihn wach und munter. Und ja, führt am Ende auch zum Ziel. Es ging ja nur darum, dass ich mein Ziel erfüllen kann, dass ich meine Profikarriere da durchziehen kann. Auch die Amateurkarriere. Ich habe ja als Amateur schon gelebt wie ein Profi im Endeffekt. Das war mir auch sehr wichtig und die Zeit möchte ich auch nicht missen. Auch wie ich damals wahrgenommen wurde und alles. Das war schon richtig cooler Scheiß. Das war halt anders. Heute ist jeder bekannt. Jeder kann jeden nachgucken. Und wir hatten immer so einen Mythos und Aura, wenn du ein bisschen besser warst oder viel besser warst. Ne? Bei mir wussten alle, ich war extrem massiv gewesen und der Kalbach aus dem Norden wussten sie schon zu Amateurzeiten, was mit anzufangen. So, dann die Bayern-Lobby unten, die hat dann auch angefangen, so ein bisschen zu schwitzen, wo sie mich dann bei den ersten Wettkämpfen gesehen hat. Und das habe ich gefeiert wieder. Ne? Guck mal, ich bin ja bis heute bin ich der einzige norddeutsche Schwergewichtler, der den internationalen deutschen Titel geholt hat. Okay. Muss ich mal reinziehen. Hat noch keiner geschafft von den Schwergewichtlern. Ne? Und das sind so kleine Erfolge, die feiere ich natürlich. Ne? Da kommt irgendeiner, so ein Ossi aus Cottbus nach Hamburg und rasiert dann die Amateurszene erstmal. Ne? Und dann ab 2000 war ich ja dann Profi und habe damit Glück versucht. Und wie er hinreichend bekannt ist, hat das ja mit den Platzierungen immer nicht so wirklich geklappt bei mir. Aber daran bin ich trotzdem stärker geworden und bin gewachsen. Andere werden daran zerbrochen, weil es war ja nur genau wie bei Markus und allen anderen, die teilweise tatsächlich extrem schlechter platziert wurden, wie sie eigentlich tatsächlich waren den Tag. Und so war es bei mir ja, fast permanent gewesen. Und wenn ich tatsächlich mal zu gut war, dann wurde halt umgeschrieben, dass ich nicht mehr so gut bin. Habe ich alles live miterlebt. Ne? Also wie gesagt, ich hatte dann Hemmschuhe dran und dann hat mir natürlich auch so ein bisschen mein Rotlicht-Image da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass die in Amiland, wo ich rübergegangen bin, das schon wussten alles. Hatte mir Milos damals gesagt, dass das jeder weiß, da kommt German Pimp, so, hey, wollte ich mich verarschen jetzt oder was? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Überall, das ist ja wie so ein
Teufel, den ich auf dem Rücken zu sitzen habe. Ne? Ich habe ja nur damals extra auch die Stadt gewechselt, bin ja aus Hamburg weg, wo ich Profi gegangen bin, wieder nach Berlin, Trainer gewechselt, alles gemacht, um dieses Image loszuwerden. Aber es hat leider nie funktioniert. Und dann habe ich natürlich auch nicht den Appel wie ein Günther Schlierkamp, den du auf jedes Cover setzen konntest. Also es war schwierig, den Kalbach zu verkaufen. Und zwei so eine extrem massiven Deutschen, also ich will mich jetzt nicht mit Markus vergleichen, der war ja nur noch mal eine ganze Ecke besser. Aber das war zu viel für die Amis, zwei so eine Viecher aus Deutschland, da so eine Schwergewichtsviecher. Ne? Deswegen hatten sie da auch den Ronny teilweise unterbewertet, stark unterbewertet. Ne, das war ja nun mit einer der weltbesten Athleten für mich. Ronny Rockel ist immer so ein bisschen untergegangen im Nachhinein, wahrscheinlich weil er sich auch nicht so clever angestellt hat, um sich dementsprechend in den Fokus zu rücken, aber das war zu unserer Zeit mit einer der besten Athleten, hat auch, glaube ich, die meisten Profi-Wettkämpfe gemacht aus Deutschland. Ja, war schon eine lustige Gang damals. Würdest du dich selber als Menschen bezeichnen, der nach dem Risiko sucht, nach dem Nervenkitzel, nach der Gefahr auch, weil es ist ja schon Kiez, Milieu, das ist das eine, aber dann auch diese Profi-Bodybuilding-Schiene, das geht ja dann in so eine ähnliche Richtung. Bist du so ein Mensch, der sehr riskant lebt und einfach auch nicht guckt, was morgen kommt? Ganz so würde ich es nicht sagen, Danny. Ich brauche das schon, was du eben angesprochen hast, aber ich schalte da immer noch den Verstand mit ein. Deswegen, dass ich nicht total verblödet bin, das zeigt eigentlich schon, dass ich nie im Knast war. Also mal, öfter mal weggehaftet, aber nie gleich wieder raus wahrscheinlich. Ja. Ne? Genau. So, das ist ja schon immer ein Indiz für jemand, der nicht total verblödet ist. Weil im Knast, ich will jetzt niemand beleidigen, aber es sitzen keine schlauen Leute im Knast. Die haben ja alle einen Fehler gemacht oder haben sich erwischen lassen. Also, wie gesagt, richtig clevere Leute sitzen da nicht drin. Und aber dieses normale, langweilige Leben, da wäre ich gestorben. Ich habe schon ein bisschen nachgesucht. Ich komme ja auch aus geregelten Verhältnissen. Ich hatte ein gutes Elternhaus, also die haben mich schon vernünftig erzogen oder haben es versucht zumindest. Und ja, das hat ja auch bis zum gewissen Alter so geklappt alles, aber dann, wo bis ich 12, so, da, wo ich flügge geworden bin, dann ich wollte das schon immer so. Also das hat mich fasziniert, dass es so Unterschied zwischen Reich und Arm gibt. Und Reich hat mir natürlich besser gefallen, die Leute da. Also, und dann ist man in dieses Bodybuilding-Milieu reingeschlittert auf einmal so mit. Oder Kraft, in DDR war es ja Kraftsport gewesen. Ja, und dann habe ich da dann mit 15, 16, wo ich dann, mit 16, 17, wo ich die ersten Hanteln bewegt habe im Kraft-Zweikampf. Dann war ich da halt mit so involviert, ist so reingewachsen, ist in diese Nachtlebensszene, die gab es ja da auch irgendwo, mit reingekommen oder mit den Leuten, die nicht normal arbeiten gegangen sind, die nicht so einen normalen, geregelten Tag hatten und denen es einfach besser ging. Und da hat man sich dann viel abgeguckt, da habe ich mich rangehofft quasi, um zu lernen, weil ich fand den Lifestyle einfach besser, wie jeden früh, wie in der Lehre zum Beispiel, um 4.20 Uhr am Schichtbus zu stehen. Das war dann nicht so mein Ding. Ich habe den Beruf zu Ende gelernt, habe ausgelernt, aber habe dann danach direkt gecuttet, habe gar keinen Arbeitsvertrag unterschrieben, bin direkt aus der Lehre raus und so fing dann mein Leben an, auf einem anderen Gleis quasi. Ist es für dich mal richtig gefährlich geworden im Milieu? Also da kann ja eigentlich alles passieren, Stecherei, Schießerei, was auch immer. Hast du schon mal wirklich Angst um dein Leben haben müssen und auch aktiv gehabt? Ja, gehört dazu. Also wenn du jetzt dich nicht nur hinter anderen Leuten versteckst, gibt es ja nur auch so einen Experten, gerade in den Anfängen, wo man ja da noch nicht so durchsieht und wo man Fehler macht unweigerlich. Ne? Und für jeden Fehler, den du damals gemacht hast, musstest du dich dann auch in irgendeiner Form rechtfertigen. Und das kann dann auch mal wie im Film gewesen sein. Und so eine Sache habe ich auch erlebt. Ich habe ganz böse, schlimme Sachen erlebt. Also wie gesagt, ich kann eine Menge erzählen, aber ich werde darüber nicht viel erzählen. Mhm. Jetzt im Detail, ne, wenn es dann wirklich mal ans Eingemachte ging. Aber ich war schon dabei überall. Mhm.
Wenn es eine Sache gibt, die meinem Supplementschrank nicht fehlen darf, dann sind es die Vitamin D3 K2 Kapseln. Warum? Die meisten von euch kennen D3 wahrscheinlich als Sonnenvitamin. Und Sonne tanken macht bekanntlich nicht nur glücklich, sondern hat auch zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Aber in Deutschland sieht es mit Sonneneinstrahlung meistens eher recht mau aus. Und wenn nicht, dann verbringen wir ja aufgrund unserer Alltagsverpflichtungen wie Arbeit, Schule, Uni oder sonst irgendwas die meiste Zeit in geschlossenen Räumen, wo die Sonneneinstrahlung nicht reinkommt. Ändert natürlich nichts daran, dass wir ja das Beste für unser Immunsystem tun wollen. Und deswegen greife ich gerne auf die Kapseln zurück. Eine Kapsel von den Garnicus Original Vitamin D3 Kapseln enthält 5000 Einheiten Vitamin D3 und ist natürlich auch mit Piperin und Kokosöl für eine verbesserte Aufnahme zugesetzt. Das steigert die Bioverfügbarkeit und somit nimmt es euer Körper besser auf. Diejenigen, die schon mal mit dem geringen D3-Spiegel zu tun hatten, die werden wissen, wovon ich rede, weil man fühlt sich oft müde, lethargisch, kraftlos und das kann natürlich alles mit dem Mangel an D3 zusammenhängen. Wenn ihr noch nichts von D3 gehört habt, dann checkt doch auf garnicus-original.de die Produktbeschreibung aus. Dort findet ihr ausführlich dargestellt sämtliche Studien, wofür das Vitamin gut ist, wer das braucht. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, denn ich denke, mit dem Wetter hier haben wir alle einiges gemeinsam. Also checkt den Shop aus, informiert euch über das Produkt. Und wenn ihr denkt, genau das brauche ich, dann sichert euch eine Dose. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß weiterhin mit der Episode. Bevor du damals so richtig mit Wettkämpfen angefangen hast, den Sport begonnen hast, richtig ernst zu nehmen, war dir da schon bewusst, welche heftigen Maßnahmen du mal ergreifen musst? Du hast ja schon in Extremen gelebt, das kann man sagen. Und da meine ich mal nicht nur den Stoff, sondern auch Training und Essen. Ja, auf jeden Fall. Nee, wusste ich nicht ansatzweise. Also ich dachte wirklich, Diät, Weißbrot gegen Schwarzbrot austauschen, Butter mit Margarine austauschen und verdammte Wurst. Ich dachte, so würde die Diät laufen, ohne Scheiß. Und mein erster Trainer, Klaus Maybaum, der hat mir den Zahn ganz schnell gezogen. Also da bin ich, die ersten zwei Diäten bin ich so extrem auf dem Zahnfleisch gelaufen, weil als Amateur habe ich mich ja noch Low Carb vorbereiten lassen. Ja. Und das war die Hölle, wenn die Birne nicht mehr mitspielt, wenn du nur noch ans Essen denkst, permanent ans Essen denkst, also dir quasi selber im Weg stehst, so waren meine Anfänge. Ich, wie gesagt, ich hatte nicht ansatzweise eine Ahnung, was da auf mich zukommen wird. Deswegen finde ich es immer so lustig, wenn die Leute mal dann so tun, die noch nie damit zu tun hatten, als ob das ja eine Diät, warum sieht denn ja jetzt nicht gut aus, ne? Also maßen sich viele ein Urteil an über Sachen, wo sie gar nicht mitreden können. Mhm. Und ja, es war schon echt heftig gewesen, die Amateurzeit da. Die habe ich auch immer über 30 Kilo abgeschmissen. Mhm. Und das ist schon nicht ohne. Training mit dem Extrem, da habe ich mich so reingefummelt, weil Sport hat mir eh immer gelegen. Und ich wollte im Sport auch immer gut sein. Deswegen trainieren konnte ich schon immer. Also da habe ich mich reingefummelt wie so ein Planierraub, wie so ein Bulldozer. Das war genau meins. Also es wurde auch immer besser, es wurde auch belohnt mit mehr Kraft und so und alles. Und ich war ja dann auch ein sehr, sehr starker Bodybuilder gewesen am Ende. Und mit dem Essen, das ist dann parallel einhergegangen, weil ich habe es mir dann ziemlich einfach gemacht im Kopf. Alles viel, einfach alles viel, dann wird schon funktionieren. Ja. Und so habe ich es dann gehandhabt halt, ne? Was gab es da für Extreme, wenn wir mal bei Training und Ernährung bleiben? Kraftwerte, Nahrungsmengen, ich kenne die Riegel-Story, eine Packung Riegel zum Dessert sozusagen. Fangen wir mal mit der Ernährung an. Also gab tatsächlich jeden Tag eine Packung Riegel fast in der Woche zum Kaffee nach dem Training. Bin ich meinen Freund Michael im Fit Shop Hamburg besuchen gefahren. Den Laden gibt's heute noch, der hieß damals Fitfood. Und da habe ich, ja, das war so ein Treff gewesen. Mhm. Da kamen dann immer die Bodies rein, haben gequatscht mit ihm. Der Chef, der war auch selber da und hat auch ein Herz. Und dem habe ich auch sehr, sehr viel zu verdanken, was Unterstützung angeht. Ne, der hat da nicht immer alles abkassiert von mir. Ja, hey, was das? Wusste er auch als Amateur. Man ist ja über jede Unterstützung froh, die man hat, ne?
Und ja, diese Multipower-Riegel, wo 24 Stück drin sind, das Ding habe ich dann hintereinander weggefegt schnell. 2000 Kraftwerte dazu, dann ging es mir erstmal wieder besser, damit ich den Weg nach Hause schaffe. Dann habe ich mir jede Woche, da weiß ich noch, da gab es diese Megamass 2000 Eimer so zum Griff. Davon habe ich 3 Stück die Woche mir noch im Kopf gekloppt zum Essen. Das war weiter, oder? Ja, ja, genau. Das war weiter gewesen. Mhm. Ne? So schwarzen Boxen mit so einem Griff an der Seite eingearbeitet, die Dinger. Und ja, alles, was ich in den Finger kriegen konnte, habe ich versucht zu verarbeiten, was mit Sport zu tun hat oder der Ernährung halt. Dann später habe ich ja dann auch angefangen zu wirtschaften nachts irgendwelche Puffs. Mhm. Musste ja auch mein Essen mitnehmen. Da hatte ich letztens beim William schon gesagt, da hatte ich so eine Waschschüssel, so eine Haushaltsschüssel, so eine große voll Nudelsalat gepackt. Aber wirklich, ich weiß nicht, 1-2 Packungen Nudeln rein, einfach gekocht, dann Mandarinen reingeschmissen, Hühnerfleisch ganz viel reingeschnitten, alles umgerührt, die Scheiße, Folie drüber und dann mitgenommen. Das war dann nachts mein Essen, weil ich wusste, Nudeln bringen mehr Dampf, Nudeln sind gut zum massiv werden. Und ja, also Essensexzesse waren brutal. Oder wenn wir, ich fahre ja auch jeden Tag auf den Kiez, dann noch essen, ich war, sag, die haben sich schon mal totgelacht, die wussten schon mal, was kommt. Ne? Da gab es so eine riesigen, Jokers hieß der Laden, so einen riesigen Geflügelburger, da waren aber richtig Filets drauf, 2 Stück. Davon habe ich dann immer 2 hintereinander weggeknallt. Dann bin ich auf die andere Straßenseite gegangen, Café Möller, das gibt's leider auch nicht mehr, auch so ein Kultding. Da habe ich dann meine 10, 15 Kugeln Eis weggeschaufelt. Ich habe auch auf dem Kiez gewohnt, ich habe es ja mal nicht weit gehabt. Dann nach Hause geeiert, irgendwann auf die Couch, erstmal das Schläfchen gehalten. Also optimale Voraussetzungen zum Wachsen eigentlich. Ne? Mhm. Das geilste Erlebnis war gewesen, wo ich Jean-Pierre Fuchs mal eingeladen habe. Habe ich einen Gastauftritt im Olympic klar gemacht und er hat dann bei mir gewohnt zu Hause und ich habe direkt im Hamburger Berg über dem Handschuh gewohnt, über dem goldenen Handschuh und der konnte das gar nicht fassen, was da abging. Der hat gesagt, ey Heiko, ich bräuchte ja gar keinen Fernseher, ich würde ja nur am Balkon hängen den ganzen Tag, was hier für Leute langrennen, gibt's doch gar nicht alles. Ne? Mhm. Früh um 10 irgendwelche nackten Weiber mit blauen Augen und ausgeschlagene Zähne oder, also da war wirklich High Life. Auf der anderen Straßenseite haben sie auf dem Balkon gefegt und also das war wirklich Wild West gewesen, die Zeit. Da habe ich 8 Jahre gewohnt da. Wusste ich aber auch, ich muss da irgendwie weg irgendwann, sonst bleibst du da hängen und landest eventuell auch mal da unten. Das wollte ich immer nicht. Nee, und dann sind wir 2 Monster da über den Kiez gewackelt. Das muss so ein Schockbild für die Leute gewesen sein. Ich hatte ja da schon sein Gewicht gehabt. Ja. Ich hatte da, wir hatten beide so um die 150 Kilo gehabt und dann... Und da haben sie uns nicht ins Dollhaus reingelassen, weil sie Angst hatten. Und so eine Dinger. Und ich wollte ihm doch einfach nur die Kiez ein bisschen zeigen. Ja, das war ganz witzig gewesen. Ja. So eine Erlebnisse vergisst man so schnell nicht. Ja. Und die Packung Haferflocken zum Frühstück, das ist auch eine real Story. Ja. Das war Standard gewesen. Habe ich jeden Früh, also zum Frühstück eine Packung, habe ich ganz leicht anquellen lassen im Wasser, dann habe ich so Carbafit oder wie der scheiß Kakao hieß damals drauf, damit was runterkriegt. Das dauert ja auch nicht lange. Guck mal, das Wettessen beim Steve, so ungefähr hat der Frühstück, so ist ja ein Bodybuilder. Das geht ja nur schaufeln, da wird ja nicht nachgedacht oder mit dem Handy heute noch nebenbei. Deswegen dauert ja alles so lange, weil die ja da alle irgendwas machen müssen. Essen war so, das war für mich Nahrungsaufnahme. Das musste eigentlich gar nicht schmecken. Ich wusste, ich brauch's, um zu wachsen. Also noch nicht mal richtig die Zusammenhänge verstanden, wie das dann funktioniert am Ende. Ich wusste nur, so wird's. Und ich habe dann tatsächlich vor meiner ersten Kur, um jetzt mal rüber zum Stoff zu kommen, mich bis 117 Kilo hochgefressen. Ne? Also ich habe 117 Kilo gewogen, dann habe ich mit meiner ersten Kur, das ging auch relativ schnell, Ich habe 93 angefangen mit Bodybuilding. Da habe ich 90 Kilo gewogen. Wie groß bist du? 1,80. Also doch schon relativ groß für einen Bodybuilder, kann man sagen. Und hab dann tatsächlich nach einem Jahr diese 117 Kilo gehabt oder so, glaube ich. Und dann habe ich angefangen zu stoffen und war natürlich schon so stark. Ich wusste, ich muss einfach nur schwer Eisen bewegen und
Hab mir aber gleich angewöhnt, von Anfang an da nicht dran rumzuzerren, weil das war wie so ein Instinkt, dass man sich ja da eventuell verletzen könnte, sondern hab die dann so versucht zu kontrollieren, zu bewegen, aber schwer. Mal die Kraftwerte mal so ein bisschen. Ich habe Wadenheben im Stehen zu meinen besten Zeiten mit 750 Kilo gemacht. Da hat Stefan Riemschneider noch oben gesessen auf der Maschine und hat die Scheiben an der Seite festgehalten, dass sie hier runterfallen. Und nur so ein Blödsinn haben wir gemacht, ne? Mit 300 Kilo Kniebeugen, 10 Wiederholungen oder 10 Reps, wie halt gesagt wird. Ich versuche mal nicht alles zu verdenglischen. Ne? Manche Sachen sind aber auch schon angekommen in mir, ja. 1000 Kilo auf der Beinpresse, Männer 8er Serien weggeschoben. Bankdrücken habe ich, glaube ich, das Beste war mal gewesen mit 210 Kilo, 10 Wiederholungen. Also Schulterdrücken mit 180, 190 Kilo. Aber nicht nur so angedippt, sondern das war schon richtiges Arbeiten gewesen. Ne? Mhm. Eine Multipresse habe ich im Olympic verbogen mit 330 Kilo beim Kniebeugen. Das Ding hat sich zusammengezogen dann einfach irgendwann. Der hatte so eine Führungsstange an der Seite. Wenn sich die Hantel biegt, kommt. Also wie gesagt, wilde Sau gespielt. Seitdem mit 50 Kilo Hanteln und so eine Dinger. Das war alles Standard gewesen. Ne? Mhm. Weil ich wusste, da gibt's eine Konkurrenz, eine ganz starke. Und das war der Markus Rühl für mich. Ansonsten war ich ja eigentlich so ziemlich konkurrenzlos in Deutschland gewesen. Von den Kraftwerten und vom Körpergewicht und im Bodybuilding halt. Und das war immer so dann schon... So, da ist noch einer und wir hatten teilweise auch den gleichen Trainer gehabt. Mhm. Den kennen aber die meisten nicht. Muss man auch nicht erwähnen, weil der ist scheiße, der Typ. So menschlich scheiße halt. Und Markus hat dieselben Probleme wie ich mit dem. Wahrscheinlich sogar noch größere. Und wie gesagt, Markus war eigentlich so mein Leitfaden gewesen. An den habe ich mich gehofft. Und wenn ich Informationen bekommen habe, irgendwie, was der da macht, dann habe ich da versucht, auch immer in Reichweite zu bleiben. Ne? Und ja, dann 2000er ja die Pro-Card dann bekommen. Und dann haben wir unsere ersten Shows auch zusammen gehabt. Und dann ging der ganze Profi-Zirkus los. Mhm. Du würdest aber schon sagen, wenn man das nochmal auf den Punkt bringt, wenn du nicht fressen kannst, dann bringt dir auch der beste Stoff nichts. Hast du verloren. Weil wie gesagt, das ist, das habe ich auch als erstes gelernt, das ist so eine Kette von starken Gliedern und wenn ein Glied fehlt, dann funktioniert's nicht, ne? Dann funktioniert doch der beste Stoff nicht. Nochmal vielleicht auf diese Dosierung zu kommen. Ich habe als Amateur natürlich viel probiert. Da kommen auch meine Sachen her, wo viele Leute eigentlich gar nicht wissen und was auch ziemlich geisteskrank war. Aber ich habe es halt probiert. Ich habe, ich weiß noch, in der Einvorbereitung habe ich als Amateur bis zu 56 Einheiten Wachs genommen am Tag über 4 oder 6 Wochen. 12 bis 18 Primus am Tag geschossen ins Bein. Die 50 Milligramm Dinger. Also wie gesagt, das war alles für jenseits und gut und böse. Für mich waren es einfach nur Einstecklöcher. Ich hab da nicht drüber nachgedacht, ob da was passieren kann. Ich dachte nur, hoffentlich explodiere ich durch den Scheiß. Also, ne. Da hat mich dann der Jean-Pierre Fuchs ganz schnell dann wieder runtergeholt. Er hat mich ja bei der Vorbereitung auf die internationale deutsche Meisterschaft unterstützt, die ich dann auch gewonnen habe. Und wo ich dann Profi war und bevor ich bei meinem Trainer in Berlin war, da habe ich dann vielleicht ein Drittel von den Sachen genommen, die ich vorher genommen hatte, aber sortiert halt, ne? Bei mir das alles war ja, das andere war ja unsortiert. Da hat man sich besorgt und dadurch, ja, dass ich immer so ein bisschen Einnahmequellen habe, konnte ich mir das auch leisten und bin auch immer günstig rangekommen, weil ich an der Szene drin war soweit. Und dann habe ich, aber das sind so Peak-Zeiten gewesen. Das ist nicht das, was, das will ich mal klarstellen. Die Leute denken immer, das wird permanent durchgefeuert. Nee, das sind so die Peaks in der Kur gewesen, wo man mal über ein paar Wochen was probiert hat. Ne? Und das sind dann auch die Höchstdosierungen, die da mal gelaufen sind. Ja, also da so 1500 Milligramm pro Tag von irgendwas oder 2 Gramm pro Tag, das ist nicht permanent so gewesen, ne? Das, weil die meisten Leute denken ja immer, ja, das schießen die sich dauernd durch. Nee, machen sie nicht, ist totaler. Dann fällst du wahrscheinlich wirklich irgendwann um. Und
Was ich ganz klar dazu sagen muss, das muss ich jetzt hier leider dazu sagen, ich habe alles unter ärztlicher Kontrolle gemacht. Ich habe es nie wild west geballert. Ich habe wirklich mich von ich habe hier einen Professor gefunden gehabt, der sich dann tatsächlich meiner angenommen hat aus Interesse, weil er sich das gar nicht vorstellen konnte nach meinem ersten Blutbild. Nach meinem ersten Blutbild hat er mich wirklich angerufen. Kommen Sie sofort zurück, kommen Sie zurück. Was ist denn los? Na, wir haben das ausgewertet heute, also einen Tag später war das. Nach dem Blutbild müsste sie längst tot sein. Sag ich, ich komme ja schon, dann bin ich hin, nochmal gezogen, selben Ergebnisse. Und dann hat er sich damit beschäftigt, warum das ist. Und dann ist ihm das so schlüssig geworden, dass die Schulmedizin natürlich da total ins Wackeln gerät. Weil für ihn ist ja schlüssig, dass wenn ich was zuführe, müssen ja die Werte ansteigen. Aber er hat halt meine Organe immer im Blick behalten und sagt, die sind in Ordnung, die sind gesund. Das haben wir dann auch so Checks gemacht halt. Mit allen möglichen Ultraschalls und MRTs und dies und das und jenes. Und das ging halt damals alles ein bisschen einfacher wie heute. Da kriegst du ja keine Termine für sowas. Und da war ich dann auf der sicheren Seite. Und dann hat er natürlich dann auch gesagt, wenn das Blutbild mal zu krass war, sagt er, mach mal ein bisschen ruhiger. Das und das sehe ich hier gerade. Da sind die Spitzen mir zu hoch. Geh mal da wieder runter. Oder wenn dann wieder alles gut war, so jetzt kannst du wieder Gas geben. Alles cool bei dir. Und wie gesagt, um solche, da kümmert sich halt kein Mensch drum, ne? Und das habe ich wirklich, also ich war da richtig oft gewesen bei dem Mann, weil ich wollte auch nichts dem Zufall überlassen, einfach aus dem Grund, weil ich mir gesagt habe, meine Karriere soll länger als ein Jahr gehen, ne? Und aus dem Hintergrund halt habe ich mich da schon bemüht, dran zu bleiben natürlich das nötige Wissen zu erfahren von den Leuten, was mit mir los ist. Also so wie ich teilweise dargestellt habe, so verblödet habe ich es nicht gemacht. Ne? Mhm. Aber man muss schon risikobereit sein. Wer sich als Profi auf Wettkampfsport einlässt, weiß, dass er ein Risiko eingeht. Oder wer es nicht weiß, der ist falsch in dem Sport, bin ich der Meinung. Und ja, wie gesagt, Feuer frei. Es kam ja jetzt vor kurzem ein Video von Kevin Wolter raus, da hat er von 850 Milligramm Stoff pro Tag gesprochen. Du hast im, ja, natürlich. Du hast im Kalle Report drüber geredet und nicht wirklich vor Dutz geschaut. Ich weiß jetzt auch warum. Du hast noch andere Zahlen genannt gerade, 1,5 Gramm, 2 Gramm pro Tag. Sind das Mengen, die bei dir und auch bei anderen Athleten dann früher in diesen Peaks gang und gäbe waren? Oder redest du jetzt gerade nur von dir, ihr werdet euch ja auch ausgetauscht haben? Nee, ich von Kevin wusste ich's. Also nicht von ihm, aber von Leuten, die mit ihm zu tun hatten, dass er da kein Kind von Traurigkeit ist und dass das, was da vorher erzählt wurde, dass das alles Bullshit ist im Endeffekt. Ne? Und oder was die Leute da dachten, was er nimmt und dass er der Saubermann ist. Wahrscheinlich kam das noch durch diese Haferflocken-Crew da oder nee, wie ist die? Hartgener-Crew. So. Und da hat er so ein Saubermann-Image so ein bisschen bekommen. Wie gesagt, wusste ich vorher, dass alles Blödsinn ist, weil ich hab ja da nur, ich komme ja aus Berlin ursprünglich und da kennt man ja die Leute, die mit zu tun haben. Dann ganz bekannter Name, ein Extrem auch, was das angeht. Oh, der hat das Powerhouse gehabt früher. Mann, bin ich blöde. Ich hab einen Amateur, einen extrem guter Amateur aus Berlin. Kommst du da zufällig drauf? Nee, aber das ist auch, Namen sind das nicht so wichtig. Du wirst, dir wird's einfach. Doch, der ist wichtig. Der hat Berlin. Den willst du auch raushauen jetzt. Ja, warte mal, Mensch. Liegt auf der Zunge. Aber vielleicht kommt's im Laufe des Gesprächs. Ja, ja. Was hat derjenige gemacht? Auch krank gefahren, ne? Seine Freundin war auch eine gute Bekannte von mir. Die war Krankenschwester. Mhm. Und die hat mir auch gesagt, die weiß gar nicht mehr, wo sie es hinsetzen soll, weil alles komplett so oberdicht war. Boris Kleine, Mann. Ach, Alter. Boris Kleine. Mit dem war ich in Kontakt für einen Podcast. Der hatte mir auch zugesagt. Und dann irgendwann hat er jetzt nach 5-maliger Anfrage nicht mehr geantwortet. Tatsächlich. Ja, wäre auch eine spannende Geschichte gewesen. Ich weiß nicht, ob die so spannend oder ob die so ehrlich geworden wäre. Weil das war schon, er hat ja ein krasses Leben hinter sich eigentlich. Mhm. Aber auch einer der allerschlauesten oder intelligentesten mit, die ich kennengelernt habe. Was viele gar nicht wissen, er ist der Entwickler des allerersten Videospiels, was es auf dem Markt gab. Das allererste, das hat Boris Kleiner, also der ist da, der hat da irgendwelche Titel auch. In Mathe oder
ist ein sehr intelligenter Mensch. Mhm. War in der Szene einer der radikalsten, war auch einer der besten Amateure, die ich so gesehen hatte. Der dachten ja schon alle immer, wenn der angewackelt kommt, da kommt ein Profi an. Mhm. Ne, also da war schon ein ganz schönes Teil. Aber Boris, wenn du das siehst, ich erinnere mich gerne an unser Training zurück, was wir gemacht haben, was du denn nach dem ersten Drittel abgebrochen hast, weil du nicht mehr konntest. Die alten Pfeifen, Alter. Ja, also mit dem Training ist keiner mitgekommen. Da wären wir dann dem dritten Thema halt. Intensität, abartig. War wirklich, was mir eingefallen ist, habe ich trainiert. Ich wusste auch den Tag nur, welche Muskelgruppe dran ist. Das war aber schon immer so. Habe ich mich von meinem Instinkt leiten lassen und dann habe ich geknallt, was hergibt. Und wenn mir 5 Sätze bei einer Übung nicht gereicht haben, dann habe ich eben 10 gemacht oder keine Ahnung. Also das war wirklich, Trainings waren schon spektakulär. Haben auch Spaß gemacht. Das hat mir wirklich Freude gebracht, so mich da so auszuwüten und gegen mich selber zu kämpfen. Ich habe ja immer versucht, mich selber zu zerstören. Ich weiß nicht, ob das ein Gendefekt ist im Kopf oder was, aber ich glaube, so freaky muss man sein, weil es ist ja nicht mehr normal, was wir gemacht haben. Ne? Das kann man auch gar nicht so erklären. Mit gesundem Menschenverstand ist das eh nicht zu erklären. Weil wir haben mal so auch die Leute, die damals ihren Liebsten mal so ein Training geschenkt haben bei mir oder so, die haben mit allen Farben in der Ecke gelegen nach dem Warmmachen, weil der Kreislauf zusammengebrochen ist. Da ging nichts mehr. Ne? Weil auf den Trainings-DVDs, die wir damals verkauft haben, da dachten sie, ja, der macht da auch nichts anderes wie ich. Der macht Beinstrecken, der macht Kniebeugen, ja. Aber das war halt dann doch ein komplett anderer Schnack gewesen, ne? Von der Intensität her. Und das ist auch, glaube ich, das Erfolgsrezept, wenn man intensiv kontrolliert und extrem schwer arbeitet. An dieses extrem schwer muss man sich rantrainieren. Das kann man zum Anfang nicht. Weil wenn du sauber arbeitest, weißt du selber, fallen die Gewichte weg. Aber sich dann wieder an diese Gewichte ranzuarbeiten in dem Sauberen, das ist der Knackpunkt. Und wenn du das beherrschst irgendwann kontrolliert, sowieso, man sollte Gewichte eh immer kontrollieren können, kontrolliert sich da hochzuarbeiten mit schweren Gewichten und dann noch die Nährstoffbilanz stimmt, also halt dieses Essen in der Offseason, dann wachsen Muskeln in Verbindung mit den Supersubs oder wie sie genannt werden, ja mal Stoff. Ne? Mhm. Und wenn dann Diät angesagt war, ich habe meistens 6 Monate gemacht, dann gab es einen Cut und ich habe ja als Profi, ist ja auch kein Geheimnis, High Carb gearbeitet. Dann gab es von einem Tag auf den anderen 1,5 Kilo Reis, 2,5 bis 3 Kilo, aber eher so 2,5 Kilo Hühnerbrust, circa 750 Gramm grüne Bohnen, 5 Liter Wasser, that's it und das die ganze Zeit durch. Mhm. Und dann hat der Trainer halt geguckt, ob er da mal ein bisschen was verändert mit den Kohlenhydraten, rauf, runter. Aber so und dadurch habe ich natürlich dann auch die ganze Fülle mitgenommen. Und es ist komplett was anderes wie bei den Amateuren. Deswegen kamen die auch immer so extrem shredded alle. Ne? Weil die sind eingelaufen, die sind dünn geworden. Die waren zwar hart wie Schwein, also, aber die Masse haben die halt doch alle verloren. Deswegen war die Kluft damals zwischen Amateuren und Profi so extrem groß gewesen. Ne? Mhm. Und die Amateure, die meisten haben auch damals nicht mit Insulin gearbeitet. Was ich auch gut finde, weil es wird ja immer unterschätzt, weil Insulin ist ja mit eins der gefährlichsten Hormone, die man sich zuführen kann, wenn man nicht richtig weiß, wie man es machen soll. Und der Laie, der spricht ja heute immer, weiß ja selber, ja, Insulin, Wachstesto, nehmen immer Worte im Mund, was sie mal aufgeschnappt haben. Und deswegen bin ich auch dafür, dass, wie gesagt, viel, viel mehr Aufklärung betrieben werden müsste. Und immer gesagt werden muss auch, deswegen habe ich vorhin noch dazu gesagt, versucht einen Arzt des Vertrauens zu finden. Ansonsten lasst es bleiben. Es kann in die Hose gehen. Ne? Und jeder Körper reagiert auch anders. Es wird mit Sicherheit nicht jeder so viel wegstecken können wie ich. Ne? Also ich hatte jetzt auch nicht übermäßig hohen Blutdruck oder so gehabt. Ne? Mhm. Andere haben ja bei einer geringen Menge davon schon 200er Blutdruck gehabt. Ne? Und das sind so alles Sachen, vielleicht hat er auch viel Glück mit reingespielt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich bin auf alle Fälle, oder man sollte sich daran kein Beispiel nehmen. Man muss es extrem betreiben, aber es muss jeder für sich selber rausfinden, was extrem ist. Und auf alle Fälle extremer wie das, was bis jetzt gemacht wird bei den Leuten. Das steht fest. Weil dann kriegen wir vielleicht wieder mal einen kleinen Saurier zwischendurch. Mhm. Ich hoffe ja immer noch, dass mein Freund Emir da ein bisschen die Kurve kriegt und jetzt anfängt man ein paar Sachen zu ändern, weil ich glaube, das ist so
unsere einzige richtige Schwergewichtshoffnung. Danach kommt ein Tim. Der muss einfach freaky werden. Also so Masseklumpen werden. Anders wird er da nicht bestehen können. Also er muss einfach sich mit Fleisch bewerfen jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren. Und andererseits darf man natürlich nicht vergessen, ne, er macht ja den Sport nicht erst seit 2 Jahren. Also er hat schon viel Zeit verschenkt, wichtige Zeit eigentlich. Aber ich, wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute, weil ich mag ihn sehr gerne leiden. Und wir verstehen uns auch sehr gut. Und ich, wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute auf seinem Weg und dem Emir natürlich auch. Und sonst, wann haben wir noch im Schwergewicht? Ja, Kevin Gebhardt, wird man sehen. Der ist jetzt auch bei uns im Team übrigens. Mhm. Ne, der hat einen, hab ich gesehen. Hat einen Vertrag bei uns bekommen. Ich hoffe, dass da auch nochmal was ordentlich kommt jetzt. Und alles andere, zu Roman habe ich mich weitgehend geäußert, braucht man jetzt nicht sagen. Das, ja, das wäre lächerlich jetzt, darüber weiter zu hacken. Ne? Was gesagt werden musste, wurde gesagt. Die Leute können das überall nachschauen in allen Kanälen, bei dir, bei mir, bei keine Ahnung wo. Und ansonsten, weißt du, was da noch kommt irgendwo? Haben wir noch irgendwie ein Talent zu stecken irgendwo? Einen Adolf haben wir noch, einen Enrico haben wir noch. Na, der Adolf, das hat Herr Adolf, das ist ein lustiger und super netter Zeitgenosse. Aber da kommt ja auch immer irgendwas dazwischen. Beim Adolf habe ich irgendwie das Gefühl, er hat so den Drive für die Wettkämpfe verloren, teilweise. Ah, denke ich auch. Ne? Also ich. Aber lass uns überraschen. Und der Enrico, ist der jetzt offen oder ist der 2012? Keine Ahnung. Ich glaube, er geht offen. Wird man sehen, ne? Ich habe ihn übrigens letztens getroffen hier beim Nachbar. Hat er da geholfen, war ich ganz überrascht. Jetzt wisst ihr auch, wo ich wohne. Okay. Nee, ja, wie gesagt, lass mal uns überraschen, was der Enrico. Bei wem ist er unter Vertrag? Also wer coacht ihn, weißt du das? Ich glaube, der Max coacht ihn immer noch. Ah, ja, ich gehört. Ja, okay. Ja. Naja, dann wünsche ich ihm mal alles Gute, würde ich sagen. Aber bei allem, also du hast jetzt vorhin erzählt, eigentlich hattest du eine ganz normale Kindheit, super Erziehung, gutes Elternhaus. Bei allem, was du erzählst, das sind ja ernährungstechnische, trainingstechnische, stofftechnische Extreme. Also es ist überall ein Extrem. Jeder, der das hört, der muss sich eigentlich denken, da ist irgendwas falsch gelaufen. Also irgendwas stimmt bei dem in der Birne nicht. Das hat ja schon Borderline-Züge teilweise. Du willst dich ja mit Absicht verletzen, aber ihr saht halt auch aus nach dem, was ihr gemacht habt. Eines der ersten Sachen, die ich gelernt habe in dem Sport, wurde mir gesagt, Kalbach, wenn du besonders aussehen willst oder ein besonderer Mensch sein willst, musst du dich besonders verhalten. Punkt. Und so eine Sache haben sich bei mir mal eingebrannt. Okay, also mit normalem Training, mit normal kriege ich es einfach nicht hin. Und die anderen, diese extremen Bodybuilder auf den Covers, was meine Vorbilder früher waren, da habe ich mir gesagt, die sind ja auch nicht so auf die Welt gekommen. Mhm. Also muss ich als kleiner Cottbusser das Dreifache von denen machen, um da erstmal hinzukommen, wo die sind. Ne? Mhm. Zu diesen Wettkämpfen und zu diesen Grand Prix und was es da alles gab. Und deswegen habe ich mir immer gesagt, Kalbach, du bist schlecht, du musst das Doppelte machen. Wenn der eine geschrieben hat, der macht das und das, dann musst du das Doppelte machen, Minimum. Du musst immer das Doppelte von dem machen, was die machen, weil die sind ja schon da. Und das war, und ich wollte da unbedingt hin. Das war wirklich mein größter Traum, Profi zu werden. Und da habe ich alles dran gesetzt. Das war wie so ein Tier. Also da gab es auch kein Links und Rechts. Da konnte mich auch keiner vollquatschen. Die Leute mit dem Off-Feiern, das gab es ja damals auch. Oh, ey, Gott, Walter, habe ich ignoriert. Habe ich wirklich, also wenn der das sagt, dann sehe ich noch scheiße aus. Ne? So habe ich zu mir gesagt. Ne? Also der Ritterschlag, der musste von ganz anderen Leuten kommen. Ne? Das ist jetzt nicht böse gemeint an die Leute, die das damals gesagt haben. Aber ich habe das so für mich so aufgenommen und umprojiziert im Kopf. Also wenn der mich gut findet, dann bin ich noch ganz weit weg von dem, wie ich aussehen will. Ne? Mhm. Und weil erst wenn die Leute I sagen, was ist das denn? Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Das war immer so in meinem Kopf drin. Mhm. Ja, und so, deswegen habe ich mich auch so hochgefressen auf schwerste Gewicht, war glaube ich auf Season 152 Kilo. Und das war schon geil, war zwar jetzt wenig Lebensqualität, aber ich wusste, das muss so sein. Du musst wenn du läufst, musst du alle 20 Meter stehen bleiben und schnaufen und dich wo abstützen, weil die Rückenstrecker dicht sind. Dann ist alles richtig. Dann läuft's gerade. Total bescheuert eigentlich. Aber man muss auch eine Macke haben, um das so durchzuziehen. Gebe ich dir komplett recht, Danny. Da ist man schon so ein bisschen jenseits von gut und böse eigentlich.
Glaubst du den Mythos, dass so ein Big Ramy, der ja auch so off-season jetzt seine 153 Kilo hat, nicht so viel Stoff braucht, um so auszusehen, wie er aussieht? Oder ist das eigentlich auf dem Level immer chemischer Krieg? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so viel Muskelmasse, und er hat ja Muskelmasse, man hat bei der Form so ein Gewicht, er ist ja jetzt auch nicht der Allergrößte. Also, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Da haben die irgendeinen Zaubertrank erfunden wieder. Keine Ahnung, wo der mal einen Fuß reingesteckt hat. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich sage ja, aber ich möchte natürlich niemand was unterstellen. Und es gibt auch sicherlich Leute, die mit extrem wenig zurechtkommen, weil das liegt tatsächlich an den verschiedenen Körpertypus. Ne? Und ja, wie gesagt, im Profisport habe ich auch nicht ansatzweise so viel genommen wie im Amateursport. Mhm. Ja, das kann man ganz klipp und klar dazu sagen. Oder sollte man dazu sagen, weil es da doch mehr mit Sinn und Verstand geht. Da die Kombination, guck mal, heutzutage die Leute, die ballern, die können ja nicht mal drei Wirkstoffe auseinanderhalten und reißen den Kanal auf. Und dann kommen diese selbsternannten Supercoaches, die abends irgendwie sich drei Fachbegriffe rausgoogeln. Wenn sie sich da zwei bis morgen früh merken können, dann gehen sie los und erzählen den Scheiß. Und die Leute sagen halt, oh Alter, das ist er, das ist er. Ja, und so läuft ja das Game leider, ne? Das unterstelle ich auch nicht allen. Also es gibt sehr Belesene, aber bei diesen ganzen Belesenen, die wirklich in der Theorie mehr Lichtjahre voraus sind wahrscheinlich, da fehlt dann wieder die Praxis. Und die Praxis spielt eine ganz, ganz große Rolle, um zu wissen, wie funktioniert ein schwerer Körper unter Maximalbedingungen. Und da hilft der Theoriewissen nun mal nicht nur weiter. Da musst du auch einen gewissen Teil an Praxis hinter dir haben, bin ich der Meinung, ne? Und wenn man mal so einen finden würde, das wäre dann der Supercoach für mich. Ansonsten habe ich bis jetzt noch nicht eingesehen, jetzt von den ganzen Super-Dudes hier, die einen guten, perfekten Schwergewichtler hingestellt haben. Mhm. Ja, hast du dir jemals Gedanken über Konsequenzen gemacht? Oder meinst du, man kommt gar nicht auf so ein Level, wenn man die Dinge in Frage stellt, wenn man da viel Vernunft walten lässt? Klar, du hast dich checken lassen, aber dir war schon auch klar, das sieht jetzt nicht gut aus, das sieht wahrscheinlich auch nicht cool aus, das ist jetzt nicht das Gesündeste, aber ich will dorthin und fertig. Ja gut, parallel dazu wurde mir auch gesagt, dass ich mir definitiv nach hinten raus ein paar Jahre klaue. Und wenn man das in Kauf nimmt, dann ist ja die Frage eigentlich schon beantwortet. Mhm. Ne, also wie gesagt, nachdenken, rumjammern, Angst haben, das bringt dich in keinem Lebensbereich weiter. Ne, wenn du auf eine Sache fokussiert bist, dann lebt dein Traum. Also ich bin immer der Meinung, ob dein Leben jetzt 50 oder 150 Jahre dauert, solange wie du es so gelebt hast, wie du es wolltest und wie du Spaß gehabt hast, ne, das ist immer das Wichtige. Ich will doch nicht am Ende des Tages von meinem Schöpfer stehen und dann sagen, oh, hätte ich mal gemacht, deswegen habe ich auch immer so anders gelebt wie andere Leute, so auch mit meinem ganzen Drumherum. Und ja, ist jetzt vielleicht nicht beispielhaft für Familienmenschen, sage ich mal, aber es gibt ja auch so eine Leute wie mich und davon nicht wenig und die leben halt so und die haben ihre Denkweise. Was jetzt das Richtige ist, kann man, glaube ich, gar nicht beantworten. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und deswegen sage ich mir immer, wenn du ein Ziel vor Augen hast, marschier darauf los und beiß dich da fest und versuch darin gut zu sein. Und ein Mann sollte frühmorgens immer in den Spiegel gucken können und sagen können, ich probiere irgendwas aus, ich probiere in irgendwas gut zu sein. Das war für mich auch immer wichtig, ne? Und nicht, dass ich da irgendeinen Loser sehe, der nichts geschissen gekriegt hat. Ja, gut. Jeder ist an seinem Schicksal irgendwo selber verantwortlich, weißt du? In irgendeiner Form. Ne? Es werden heute immer zu viele Fehler bei anderen oder woanders gesucht. Das ist das Hauptproblem, glaube ich. Immer ist irgendjemand oder irgendetwas an irgendwas schuld, was einem selber zum Nachteil gereicht. Und wenn man das mal versucht auszublenden und jedes Mal sagt, es ist meine Schuld, ich hab's verkackt, weil ich habe das und das zugelassen oder ich habe da nicht aufgepasst oder ich ne, wenn man diese Ansätze mal versucht zu finden, ich glaube, dann könnte sich für den einen oder anderen das ganze Leben schlagartig drehen. So, na, ist meine Meinung. Mhm. Ja, wer die Schuld hat, hat die Macht. Wer die Schuld hat, hat das Ruder in der Hand. Immer.
Ganz einfach. Du bist dann der Meister deines Lebens. Bist du cool mit der Entscheidung, die du damals getroffen hast? Also, dass du dir ein paar Jahre klaust am Ende deines Lebens, ist das was, was du jetzt heute bereust? Oder sagst du, das was wär's? Ich bereue gar nichts. Ohne Scheiß. Ist jetzt auch nicht so hingesprochen oder so. Guck mal, ganz ehrlich, werden jetzt auch wieder viele nicht verstehen. Ich bin jetzt 55. Der beste Teil ist hinter mir. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. So sehe ich das knallhart für mich. Oder das, so klar sehe ich das für mich. Ne? Ich habe echt viel erlebt. Ich habe den Planeten bereist. Ich habe viel von der Welt gesehen. Ich würde gern noch mehr sehen, weil es gibt unwahrscheinlich coole Ecken hier auf dem Planeten. Und wer sich das alles nicht gönnt, weil man immer vernünftig sein muss und dies und das, die Leute, die verpassen was. Ne? Ich verpasse nichts. Und wenn ich dann, wie gesagt, mit 60 als Beispiel einen Arsch zukneife, dann habe ich ein schönes Leben gehabt. Dann habe ich 60 schöne Jahre gehabt. Warum? Oder willst du lieber 100 Scheißjahre haben? Also, das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe es für mich so entschieden und ich bin total im Reinen mit mir, was das angeht. Was würdest du als die größten Nebenwirkungen bezeichnen, die du als Profisportler hattest? War das viel? War das aushaltbar? War das teilweise auch schlimm? War gerade unterbrochen. Nochmal, bitte? Was würdest du als größte Nebenwirkungen bezeichnen, die du als Profisportler hattest? War das krass? War das schlimm? War das aushaltbar? War das im Nachhinein vielleicht einfach auch schlimm und im Moment nicht? Die schlimmsten Nebenwirkungen waren, dass ich so ekelhaft große Muskeln hatte. Und keine Klamotten mehr gefunden hast. Eingekauft habe ich nur drüben in Amiland. Das konntest du hier vergessen. Hier gab es ja gar nichts. Alles. Mal Naseblutung beim Kniebeugen. Das gehört doch dazu. Das gehört dazu. Dass mal ein paar Pickel aufplatzen oder die Nase aufgeht oder mal ein Ederchen in der Auge platzt. Also im Gegenteil, das hat mich noch geil gemacht, wenn ich das gesehen habe. Ah, endlich trainierst du richtig, du Fotze, ne? So ungefähr. Alles andere. Also mit dem Sport habe ich ja nie was gehabt. Meinen Unfall hatte ich beim Go-Kart fahren, wo ich mir die Patellas abgerissen habe. Und beim Training selber, ja, da Nebenwirkungen. Diese Zwangsernährung, die ging einem manchmal auf den Sack. Oh, jetzt schon wieder essen, jetzt schon wieder. Gerade so, wo ich Zeiten hatte, wo ich alle 45 Minuten gegessen habe. Das war dann, ne, du hast ja nie mit Hunger gegessen oder nie mit Leidenschaft. Und das ist so ein bisschen kaputt gegangen, das habe ich immer noch. Wenn ich jetzt essen gehe oder was ich mir hier mache teilweise, ist es immer einfach, wenn es nicht meine Freunde macht, dann sieht das immer total hübsch aus. Da fragen mich dann die Leute auch im Internet, oh, wer hat das gemacht? Na, ich mit Sicherheit nicht. Bei mir, ich vorhin auch, kurz bevor wir angefangen haben, schnell in die Pfanne ein paar Hühnerbrüste Stücken Hühnerbrüste reingeworfen. Fertigen Reis habe ich mir eine Banane reingeschnitten, Lemon-Konzentrat drüber. Fertig, rein in den Kopf, fertig. Das ist so ein bisschen kaputt gegangen dabei, durch diese Zwangsernährung. Auch im Restaurant, so ein schönes Essen hebt mich nicht vom Tisch. Ich sehe da ein Stück Fleisch, oh geil, mein Eiweiß ist da. Wo sind die Kohlenhydrate? Ach, da ist eine Kartoffel, alles klar. Und ja, so gehe ich daran. Also es ist, aber das, ich glaube, damit kann man leben. Das ist nichts Schlimmes. Ja, wenn jetzt heute jemand zu dir kommt und sagt, ich habe das Ziel, ich will IFBB Pro in der Men's Open werden. Ist es legitim für dich oder glaubst du, die allermeisten, die sich das wünschen, unterschätzen die Strapazen und den Aufwand? Naja, man hat ja nur schon so einen Experten gehabt, reichlich. Und eine oder andere hat sie auch schon versucht. Aber sind alle am Abkacken irgendwie und halten es nicht aus. Und man darf ja auch nicht vergessen, neben aller körperlichen Strapazen, es ist ja ein relativ kostenintensiver Sport. Ne, mit dieser Ernährung und den Subs und dies und das. Und wenn du keine Unterstützung, kein Sponsor, nichts hast oder noch ein zweites Gehalt dir zur Verfügung steht, was du mitbenutzen kannst oder, dann wird's schon schwierig. Also die meisten unterschätzen das total. Auch jeder, weiß ja selber, jeder will Profi werden. Da stehen Leute vor dir und sagen, ja, ich will mal auf die Bühne. Da fragst du dich, warum willst du auf die Bühne? Warum willst du der Menschheit das antun? Ne, also geh doch im Ohnsorgtheater den Vorhang wegziehen, das reicht doch im Endeffekt. Man muss ja nicht auf eine Wettkampfbühne gehen und der Menschheit
was wir versuchen, der Menschheit beizubringen über den Sport und zu vermitteln, machst du mit dem Kadaver dann wieder kaputt, Alter. Weil sich da irgendwas hinstellt, als ob die keine Athleten genügend hatten und im nächsten Freibad da den Bademeister geholt haben. Hast du ja ganz oft auf der Bühne auch so eine Leute. Mhm. Da fragst du dich, Alter, ne, aber das sind, die Leute sollten mal ein bisschen besser ins Internet gucken oder in den Spiegel erstmal gucken, bevor sie sich die Frage stellen. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die meisten können sich davon tatsächlich kein Bild machen, wie auch. Es wird ja alles schön geredet. Es ist ja alles super einfach im Internet. Mhm. Ne? Die ganzen Subs, da wächst du eh von alleine. Dann gibst du da irgendwelche Mittelchen, dann nimmst du in 2 Wochen 100 Kilo ab, dann gehst du auf die Bühne und dann rockst du das Ding. Mhm. Also diese ganze Kombi von allem zusammen, die Leute können das geistig gar nicht richtig umsetzen und einschätzen, was dafür notwendig ist und was für ein asketischer Weg und auf was man alles verzichten muss. Weil Leistungsbodybuilding im Wettkampf, also Wettkampfbodybuilding heißt Verzicht. In der Off-Season wie in der Diät. Ne? Das ist jetzt nicht hier, du machst den Gym Hero und irgendwann gehst du auf eine Bühne. Die Gym Heroes, die gehen nie auf eine Bühne. Never. Und wenn, dann machen sie sich zum Idioten. Ne? Aber die Fresse halten, die schwitzen, stinken, in der Ecke liegen, weil sie K.O. sind, das sind die, die eventuell was werden können. Ne? Und ja, davon findet man in den Gyms leider nicht so viel. Mhm. Ist ja nun mal so. Mhm. Was sagst du dann wiederum dazu, dass es auch in Europa mittlerweile gefühlt jedes Wochenende 20 neue Profiathleten gibt? Ja, es ist schwer zu verstehen für mich. Ich finde, auf eine Art sind ja die Shows, es gibt ja unwahrscheinlich viele Shows, gab es ja damals, gab es, glaube ich, 5 Frühjahrshows. Hm. Ironman, Toronto, Night of Champions. Kannst an einer Hand abzählen, die Profi-Wettkämpfe, um sich zu qualifizieren für den Herbst und für die Olympia. Und heute gibt es ja, weiß ich nicht, 70 oder so, habe ich mal gehört. Und da gibt es ja dann in Luxemburg noch einen und dann gibt es da noch einen. Da alle so Sachen, die kein Mensch kennt. Die Qualität leidet schon unter der Quantität. Andererseits ist es natürlich ein Geschäft, Profisport, da geht es um Geld. Und die Betreiber von Shows und so wollen Geld verdienen. Das sind Geschäftsleute, dass die eine Show nach der anderen aus dem Boden stampfen, ist klar. Dass sie dann auch die Anreize, also die Athleten, die notwendig sind, damit man die Hallen voll bekommt jetzt wieder nach Corona, müssen natürlich dann auch irgendwie die Athleten hingelockt werden. Die lockt man mit einer Pro-Card. Und deswegen wird jetzt Hans und Franz Pro. Jetzt haben sie es ja glücklicherweise getrennt in Elite Pro und NPC Pro, obwohl ich da tatsächlich noch nicht wirklich durchsehe. Aber ja, es ich arrangiere mich damit. Ne? Aber es früher hattest du totalen Respekt, wenn jemand gesagt hat, der ist Profi. Das war so wie Gott, als ob da so ein Bodybuilding-Gott, egal wie was, das war einfach. Der war nicht von dem Planeten. Und heute, das ist weg heute. Ne? Ah, bist Profi, alles klar. Und da fragst du dich, in was jetzt? Aber in Bodybuilding tatsächlich. Ne? Mhm. Ja. Wo würdest du dich heute sehen im Vergleich mit den aktuellen deutschen Profiathleten? Könnte dich da jemand schlagen? Beziehungsweise, wer könnte dich schlagen? Na, alle. Was soll ich jetzt sagen, Danny? Wenn ich jetzt sage, keiner, du hast doch nie was gerissen. Ja, es geht ja immer so, der Satz, die Profis von damals, die würden mit den heutigen Profis den Boden wischen. Ja. Also, naja, wie gesagt, wer nicht total Wahrnehmungsstörungen hat, der guckt sich einfach mal so ein Olympia von 98, 99, 2000, 2001 in der Zeit mal an. Auch die Leistungsdichte, auch auf den Grand Prix. Also wie gesagt, heutzutage das Schwergewicht, das habe ich letztens jemand gesagt, da sind für mich wie Hybriden teilweise die Schwergewichtler. Die sind nicht richtig Schwergewicht, aber sind auch schon wieder zu viel für die Classic Physik. Und das ist dann das Schwergewicht, was sich da um eine Quali tummelt momentan. So die Ausnahmeathleten oder die richtigen Kracher oder dass so ein extrem starkes Feld beieinander ist, von 1 bis 15 zum Beispiel, bei dem, ich rede von den Qualifikationswettkämpfen, das gibt's heutzutage gar nicht mehr. Ne? Da, so nach 2, 3, 4 fällt das meistens so stark ab, das Feld, dass du hinten gar nicht mehr hinschauen magst. Ne? Und ja, keine Ahnung.
Würdest du von dir sagen, dass du besser warst, als es deine Platzierungen vermuten lassen würden? Du hast es vorher schon kurz angetönt. Ich erinnere mich da auch beispielsweise an den Grand Prix in Ungarn, wo irgendwas mit der Scorecard war. Vielleicht kannst du da auch nochmal Bezug drauf nehmen. Das war ja so ein Ding. Kann man sich irgendwie nicht vorstellen, dass da irgendwelche Scorecards umgeschrieben werden. Aber es war damals natürlich auch viel leichter, noch so einen Wettkampf hinzubescheißen, als es heute ist mit Internet und so weiter. Ungarn ist ja nur ein Beispiel bei mir jetzt, ne? Da ging es die ganze Zeit um Platz 1 und 2 mit Pavel Blonski. Mhm. Blonski. Und am Ende habe ich Platz 5 bekommen. Und die ersten drei haben sich qualifiziert, also wieder Quali nicht. Ne? Wie kann das sein? Das sind doch die Vergleiche waren doch damals bestimmt ähnlich. Da standest du neben dem Pavel Jablonski auf der Bühne, da haben sie euch verglichen und du wirst, der wird nachher Erster und du wirst Fünfter. Ja. Naja, weil der jetzt schon ziemlich bekannt war und auf den Profishows schon bekannt war. Er hatte schon einen Namen. Und mir hat der Wayne DeMilia, der Head Judge oder der Vice President, Vizepräsident, der hat mir das versucht hinterher zu erklären mit dem Dolmetscher, dass er mich da nicht gewinnen lassen kann, weil die Leute, die sich da für Olympia qualifizieren, mit denen wirbt er natürlich für die Mr. Olympia. Und die Olympiahalle, also das war ja damals in Mandalay Bay, die muss im Vorfeld gemietet und bezahlt werden. Also will er im Vorverkauf der Karten natürlich auch nur mit Leuten werben und sicher gehen, immer nur auf Nummer sicher gehen, dass die Karten noch alle verkauft werden, dass das Geld schon mal drin ist wieder. So rechnen die in dem Sport. Das hatten sie letztens auch sogar dieses oder letztes Jahr eben so ähnlich erklärt, ne, dass es halt noch nicht geht, dass er noch nicht dran ist. Und da hat mir aber im Gegenzug netterweise gesagt, Heiko, ich weiß, du bist im Kommen und es ist alles, ich bezahle dir die nächsten Flüge, ich bezahle dir den nächsten Aufenthalt, Hotelaufenthalte zu deinen nächsten Shows, aber du musst da Verständnis zeigen. Ich habe das umschreiben lassen. Und wir hatten drei deutsche Kampfrichter gehabt und die haben mir das bestätigt, ne? Dass da hier neu zerreißen, neu schreiben. So, so und so. So läuft das Game ab. Das hatte ich auch schon mal auf irgendeinem Video erzählt. Bei der Night of Champions war es mal ähnlich gewesen. Ich hatte an der Ostküste eine riesen Fangemeinde. Das war so krass, wenn ich da den Saal betreten, also wenn ich auf die Bühne gegangen bin, da sind die Leute aufgestanden. The German Beef kommt. Ne? Und dann war, das wissen die ja heute alle gar nicht. Ne? Das war einfach geil. Das war für mich aber schon wieder Bestätigung gewesen. Ne? Und ich konnte ja gar kein Englisch. Und dann bin ich nach der Show sogar mal ins Mikro gegangen und hab denen versucht, was zu erzählen. Den Leuten, ja, das war Kalbach, der hat da immer sich was einfallen lassen. In Ungarn bin ich auch von der Bühne gesprungen. Das hat mich, glaube ich, auch noch Abzug gekostet, dann ins Publikum rein, weil ich wollte auch immer, dass die Leute was von der Show haben. Ne? Ich habe da in dem Moment nicht so professionell, dann hat das Gehirn ausgeschaltet. Da wollte ich mich einfach feiern lassen, weil die so abgegangen sind da. Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin einer von den Leuten, die mit dem 60er Ärmel auf der Bühne gestanden haben. Ich war da jetzt nicht keine Mickey Maus gewesen oder so. Mhm. Und auf YouTube gibt's, glaube ich, sogar noch die Kür von Ungarn. 4,5 Minuten Kür habe ich da gemacht. Mhm. Das kennen die heute gar nicht. Heute ist Pflichtposen nach Musik. Eine Kür kennt ja gar keiner mehr. Ne? Da überleg dir mal, Danny, den Irrsinn. Da sind die geilsten Bodybuilder der Welt. Die quälen sich zu Tode. Diäten, Verzichten machen. Und dann können die ihren scheiß Körper nicht präsentieren. Haben dann auch keinen Bock, ihn zu präsentieren. Das gehört, ja. Das ist ja der erste Faktor. Du hast keinen Bock, Kür zu werden. Ja. Und bei mir war es so, ich habe dann immer so mir Leute rausgepickt, die das wirklich konnten. Für mich war damals Kevin Aloney so ein Bewegungstalent, der konnte so geschmeidige Übergänge machen und coolen Scheiß auf der Bühne. Und dann habe ich mir das dann angeguckt und habe dann versucht, auch so Sachen zu stehen und selbst mein Posing, ne, die Posing-Routine. Ich habe ja im Studio geübt, im Olympic und dann zu Hause habe ich mir, da gab es noch diese VHS-Kameras, habe ich mir auf ein Dreibein gestellt und habe, damit ich meine Rückenschwächen erkenne und weiß, wie ich die ausmerzen kann. Und habe dann meine Pose gemacht, habe die im Fernsehen gesteckt, habe sie mir direkt auf dem Fernsehen angeguckt, das Video. Und ich hab ein sehr gutes Auge, so ist eine Gabe wahrscheinlich. Also ich sehe sofort, das ist schief, das ist nicht symmetrisch. Und so habe ich gelernt zu posen, ne? Auch mich
die Rückenposen vernünftig hinzustellen, dass der Beinbeuger halt gestreift ist, dass der Arsch gestreift ist. Das sind ja Sachen, die vergisst man ja eigentlich, wenn man sich auf den Rücken oder auf den Bizeps konzentriert. Und das habe ich immer wieder geübt. Also ich habe da wirklich extrem viel Zeit. Ich bin zum Freund, der hat ein Tonstudio. Bin ich ins Tonstudio gefahren, bin denen auf den Sack gegangen, schneid was Cooles zusammen und mach und so. Der hatte meine Posing-Musiken zusammen gemacht, ne? Alles für Umme. Habe ich natürlich auch extrem viel Geld gespart, dass ich da so eine Bekanntschaften hatte, ne? Stefan Bötel hieß er damals, mein Freund. Und der hat mir da unwahrscheinlich auch geholfen, ne? Und weil die da alle so ein bisschen Sinn gesehen haben, da drin mir zu helfen. Und dann habe ich den Scheiß mit nach Amiland genommen und habe das, was dann irgend so ein Steinbruchkeller entstanden ist, dort abgespielt. Da haben die sich auch gefreut. Ey, cool, das ist so eine Mucke, die ist hier entstanden und so. So eine Sache, so hat man sich damals unterstützt gegenseitig. Und heute stehen alle Möglichkeiten offen durchs Internet und keine Sau nutzt die, weil sie zu faul sind. Schade eigentlich. Mhm. Gibt es irgendwas, was du hinsichtlich deiner Bodybuilding-Karriere mit dem Wissen von heute anders machen würdest? Das ist eine Frage, die Martina Olesch gestellt hat tatsächlich. Grüße an der Stelle. Man kann ja sagen. Grüße an Martina, ja. Ja, Grüße an Martina. Man kann ja sagen, aus dir kann man keinen Günther Schlierkamp machen, das wird schwierig, aber beispielsweise die Geschichte mit dem Milieu. Beispielsweise, du bist ein hübscherer als wollte ich ja sagen. Aber beispielsweise am Englisch, beispielsweise die Geschichte mit dem Milieu. War das was du bereut hast in dem Zusammenhang? Nö. Bereuen ist immer blöd, aber du hättest wahrscheinlich größere Chancen gehabt. Das weiß ich nicht. Es kommt ja immer darauf an, wie sowas dargestellt wird bei entsprechenden Leuten. Mhm. Guck mal, Victor Martinez kommt aus der Türsteher-Szene. Ich kenne ganz viele Dealer und Kriminelle, die Profis sind da drüben damals. Ne, haben alle irgendwie, mussten ja ihr Geld verdienen. Ja, ist ja nicht Billardsport da drüben wie hier. Ne, also es gab ganz viele, die so ähnlich gelebt haben wie ich. Und deswegen würde ich da nichts, ich würde mich selber besser managen. Ich würde mich besser vermarkten. Also ich würde versuchen als Profi mehr Geld zu verdienen. Das ist ja auch ein Grund, warum man Profi wird damals. Heute wirst du ja Profi, um die Pro-Card hochzuzeigen. Juhu, ich hab sie. Und damals war Profi, das ist dein Beruf, damit musst du Geld verdienen, den Lebensunterhalt verdienen. Und so sind wir damals rangegangen. Und dann, du hast nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und die musst du optimal nutzen. Die habe ich sicherlich nicht optimal genutzt, aber das würde ich zum Beispiel abändern. Ich würde vielleicht manche Sachen noch krasser fahren, noch krasser machen. Jetzt Training geht ja kaum, aber jetzt in der Supplementierung zum Beispiel würde ich etwas anders arbeiten. Anders oder krasser? Anders. Das war ja, mir fällt jetzt nicht großartig, was mehr geht. Ich habe zum Beispiel nie was mit Insulin gemacht, wirklich. Einmal als Amateur zur Deutschen, aber so ein bisschen Larifari einfach mal. Und einmal zum Schluss bei der letzten Vorbereitung beim Milos. Ne? Mhm. War jetzt aber eher suboptimal für mich. So hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, fand ich. Und weil ich auch so diesen, jetzt widerspricht sich das natürlich, weil ich diesen extremen Dry-Look hatte. Mhm. Und den fährst du dann auf Insulin irgendwann nicht mehr. Mhm. Weil die Haut dicker wird einfach. Und aber da das ja eh scheißegal ist heutzutage, würde ich das wahrscheinlich machen, um noch massiver zu werden. Ne? Mhm. Also, ja, doch, ich würde da, wie gesagt, eine Supplementierung, ansonsten Lifestyle, alles, meine Milieuzugehörigkeit, das ist ja auch was, wozu ich stehe und was mein Name auch ausmacht, dieses Ehrliche. Warum soll ich es verschweigen? Ich komme nun mal von da. Ich kann ja eine Schleife drum binden und sagen, ich bin Ingenieur für Kranbautechnik oder bin ich nicht. Warum soll ich den Leuten sowas verkaufen? Nur um meinen persönlichen Vorteil zu machen. Andere machen es, schlaue Geschäftsleute machen sowas, aber das ist der Kalbach zu doof für. Der sagt dann lieber, ja, ich habe das und das und dann, ich weiß ja, dass ich mir damit einen großen Stein in den Weg lege selber. Aber den lege ich mir dann hin, weil ich bin so. Dann, keine Ahnung, zu doof wahrscheinlich oder ich weiß es nicht. Mhm. Aber so bin ich halt. Salut zusammen, bevor es weitergeht, kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir von Gannikus, wir sind ja dafür bekannt, dass uns nichts entgeht, was die Fitness- und Bodybuilding-Welt anbelangt. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschlossen, euch einmal pro Woche abzudaten in Form eines kostenlosen
E-Mail-News-Newsletters. Warum sage ich News-Newsletter? Weil es wirklich ein echter Newsletter ist. Bedeutet, in diesem Weekly Update erfahrt ihr, was in der vorhergegangenen Woche in der Fitnessszene los gewesen ist, welche Skandale gab es, wer hat welchen Wettkampf gewonnen, etc. etc. Also all der Stuff, für den wir seit Jahren bekannt sind. Wenn auch du dieses kostenlose Update haben möchtest, dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und trage dich mit deiner E-Mail-Adresse ein. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Du hast gesagt, du hattest nur eine kurze Zeit. Also die Zeitspanne ist zumindest begrenzt, in der du als Profi Geld verdienen konntest. Du würdest schon auch sagen, früher war es wichtig, diese Profikarte zu haben, um Geld zu verdienen. Das ist heute, glaube ich, ein bisschen anders. Ihr musstet euch schon auch wieder, immer wieder neu beweisen, oder? Da war damals nichts mit, du kriegst jetzt irgendwie von GN, ESN einen Vierjahresvertrag und dann gucken wir mal. Nein, ganz am Anfang waren es 2 Jahresverträge, die es gab. Da war ich auch bei MuscleTech gewesen. Da gab es 1 Jahresvertrag. Das wurde dann gekürzt. Also musstest immer abliefern und immer zeigen, dass du up to date bist. Die ganz alten Weiter-Verträge, die liefen, glaube ich, sogar noch länger. Aber es wurde dann alles eingekürzt, weil wenn du nicht abgeliefert hast, dann ist der Sponsor an dich rangekommen und hat gesagt, wieso machst du keine Wettkämpfe, wir bezahlen dich hier. Und da gab es auch keine Rabattcodes, da gab es den Scheck jeden Monat, den hast du bekommen. Und den musstest du dir einteilen. Und wie gesagt, bei den Ami-Sponsoren war der schon nicht schlecht. Man konnte davon leben auf alle Fälle. Und ja, das ist halt der Unterschied zu heute. Ne? Was musstest du dafür machen früher? Haben die irgendwelche Erwartungen an dich gehabt? Stand da was im Vertrag drin? Nee, du musst auf Veranstaltungen, also zu diesen Profi-Wettkämpfen gehen. Wie viele haben sie denn vorgeschrieben? Zu den Grand Prix? Weil du wolltest dich auch selber qualifizieren für eine Olympia. Mhm. Die Preisgelder wolltest du ja auch einfahren. Ne? Die waren ja damals, glaube ich, höher wie heute. War nicht viel, immer noch lächerlich gegen Boxen und Tennis und alles, aber man hat versucht, das mitzunehmen. Ne? Und dann ist ein Fotoshooting, da musst du mit, wenn du ein Cover-Shooting hattest, dann musstest du in Wettkampfform sein, egal ob du gerade off warst oder nicht, dann musstest du dich richtig runterdiäten. Mhm. Und ein Cover-Shooting war ja immer relativ wichtig gewesen eigentlich. Und solche Sachen, deswegen sieht man mich da auch so selten drauf, weil ich bin ja nun nicht der, den man unbedingt Günther seinem Kopf kannst du alles verkaufen, mit Kalbach seinem Kopf kannst du vielleicht Werkzeug verkaufen oder irgendwas. Ist ja nun mal so, ne? Ich bin ja nun mal nicht der Schwiegermutter-Typ. Selten auf jeden Fall, kann man sagen, oder? Ja, aber wie gesagt, drauf geschissen. Dann war es halt so. Ich war ja trotzdem in den Medien und in den Zeitungen drin gewesen, hatte aber, glaube ich, tatsächlich nur ein Cover oder so gehabt. Ja, glaube ich. Das heißt, du musstest einmal so in Wettkampfform kommen für so ein Covershooting und warst du da schon gut am Start oder musstest du da wirklich mal so Extreme machen? Wie sah das dann aus, wenn du so eine krasse, ekelhafte Diät gemacht hast? Naja, du musstest dann richtig radikal mal so ein Zwischending, ich weiß nicht, wie sie es heute sagen, so ein Zwischencut machen. Ne, und da dich mal wirklich runterholen, weil so mit so Halbform hatte ich keiner fotografiert. Minicut, ja. Nee, mit so einer Halbform hatte ich keiner fotografiert, da haben die dich direkt wieder nach Hause geschickt. Also auf gar keinen Fall kriegst du kein Cover, ne? Du musstest da in Form sein. Gut, die haben es natürlich auch bearbeitet und gemacht, aber wenn die gesehen haben, das wird nichts, tschaußen. Ne, das wird nichts hier. Und das wussten aber die Athleten auch. Cover, Shooting, oh ja, dann wurde sich auf den Termin vorbereitet und dann wurde dann auch wieder weitergefressen. Schnell. Also hast du nur Hähnchen und Wasser dann für 6 Wochen? Ja, runter, ganz schnell runter, genau. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Oder man hat, wenn du Glück hattest, dann war es um den Wettkampf rumgelegt, wo, wenn du dann schon mit deiner Frühform, das haben ja viele Fotografen auch gemacht, bloß die Magazine kamen ja monatlich raus, also die dann die Monate erwischt haben, die ganz weit weg waren von den Wettkämpfen, die hatten dann so ein bisschen die Arschkarte, mussten tatsächlich ein bisschen mehr machen. Mhm. Ne? Ja. Was war für dich so die schönste Erinnerung an deine Wettkampfkarriere? Was waren da die Wettkämpfe, wo du sagen würdest, da erinnere ich mich heute noch gerne dran? Hat mir letztens schon jemand die Frage gestellt, muss ich tatsächlich sagen, alle. Okay. Alle Profi-Wettkämpfe. Ich habe das wirklich gelebt und geliebt. Ich habe die Anreise gelebt, aus dem Airport raus, ins Taxi, ins Hotel.
dann da dich zurechtfummeln. Ich war ja früher so schlau gewesen und habe so eine schwere Campingplatte mitgeschleppt zum Kochen. Das kostet ja da drüben alles nichts. Musste mir noch einen Adapter kaufen für Amiland, weil ja unsere Stecker nicht funktionieren. Reiskocher mit alles, was total viel Platz wegnimmt. Reiskocher kostet da, weiß ich, $19 oder so. Ne, irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen, dass ich mir den Scheiß denn da kaufe. Aber wie gesagt, dieses Ritual, da die Anreise und oh, jetzt bin ich wieder in New York und jetzt bin ich wieder in L.A. und dann so die Leute, die ersten Leute treffen bei den Trainings, wenn man dann vorher noch Trainings gemacht hat und so. Das habe ich alles so aufgenommen bis zum Schluss. Das war total geil für mich. Ich habe da nie Routine oder so. Das war immer geil. Keine Ahnung, ich kenne Athleten, denen war das dann zu viel und ach, mich kotzt das alles an und jetzt schon wieder das und das und das. Keine, gab's mir nicht. Ich war auch immer aufgeregt. Das war wie so ein kleiner Junge. Das ist immer bis zum Schluss drin geblieben. Egal, wie die mich auch wahrgenommen haben. Ich habe mich ja sowieso immer viel, viel kleiner gesehen als die. Aber wenn du dann so auf einmal neben deinen Idolen auf der Bühne stehst, so Tom Prinz zum Beispiel, weiß nicht, ob du den kennst. Klar. Alter, den habe ich mal, wo ich den das erste Mal in L.A. live gesehen habe, so beim Essen. Ich habe noch nie so einen fetten Arm gesehen in meinem ganzen Leben. Alter, da dachte ich, das ist doch, wie soll ich das schaffen? Der ist direkt nach dem Fressen ins Gym gerannt. Das war so, und dann stehe ich neben denen und dann war der so, naja, da so relax gestanden, dachte ich, das wird ja leicht heute, das ja. Dann hat er immer geflext, auf immer wie so ein V, alles da gewesen, alles raus, also ganz komisch. Wie geht denn das? Wieso sehen die so relaxed, so relativ normal aus? Dann flexen die immer und auf immer ist alles da bei denen. Wie so, das war schon alles faszinierend für mich gewesen. Und das hat mir Spaß gemacht, bis zum Schluss, dieser ganze Scheiß. Hab dann auch Kontakte geknüpft, zum Beispiel mit King Kamali habe ich mich gut verstanden. Sean Ray, Dexter Jackson habe ich ja heute noch Kontakt teilweise. Jay Cutler hat mich auf dem Schirm. Mit denen habe ich da zusammen Autogrammstunde gehabt im Max Muscle Store. Max Muscle, ja, genau, von dem David Boulet oder Boulet, der den Jay jetzt immer noch filmt mit seinen Videos und so. Und ja, man hat sich jedes Jahr getroffen da, hier mit Chris Cormier, richtig dick. Den habe ich fast jedes Mal, wenn ich da war, im Beach Boulevard, da gab es so einen CD-Stand, da waren so gebrannte CDs für $5, aber so richtig cooler Scheiß drauf, halt so dieser Underground-Mist. Und da habe ich den fast immer getroffen und dann habe ich ihn auch mal nach Berlin eingeladen zum Gastposing, dann sind wir dann noch um die Häuser gezogen. Also Art Atwood, sehr geiler Mensch, ist leider schon verstorben. Den seine Frau hat für mich immer Essen gekocht, weil er konnte das nicht verstehen, dass ich bis zum Schluss so sauber Reis esse und lade, weil er war so der Pizzaladetyp gewesen. Mhm. Und damit ich mein ganzes Essen nicht mitschleppen muss und du durftest ja auch nichts mit reinbringen und dass ich zu den Wettkämpfen dann nicht anfangen muss zu kochen und so, hat seine Frau mein Essen bereitet und mir mitgebracht zum Wettkampf, denn das sind so Sachen, die vergisst du nicht. Da sind so viele Sachen davon, das ist total cool. Das war... Mhm. Schön, einfach schön. Würde ich jederzeit wieder machen. Mhm. Warst du auch in Kontakt mit einem Vince Taylor? Hat sich das irgendwie überschnitten? Weil der war ja auch in Berlin, glaube ich. Sein Sohn war ja, oder ist ja auch, weiß nicht, war Rap-Musiker. Nee, Vince habe ich tatsächlich nur auf die Wettkämpfe kennengelernt. Auch bei meiner allerletzten Show in Australien, wo Ronnie Rockel übrigens Lipris geschlagen hat. Mhm. Beim Heimvorteil. Ne, das war ja auch so eine Sensation gewesen. Ja, auf jeden Fall. Und da habe ich Vince das letzte Mal gesehen und da war der 50, glaube ich, hat ein Comeback gemacht aus 47 oder 50 und sah aus in der Form seines Lebens war der da. Der war so trocken. Wahnsinn. Aber so in meiner Berliner Zeit, der war ja vor mir stationiert. Also bevor ich mit Bodybuilding angefangen habe, da war er da stationiert und hat dann da trainiert und da hatte ich so nie so weiter Kontakt gehabt zu ihm, ne? Gute Wahl, der konnte Deutsch sprechen und wenn man ihn mal irgendwo gesehen hat, auf Messen oder so, konnte man mal einen Smalltalk halten mit ihm, das war uns ganz witzig gewesen. Hast du die Zahl parat, wie viele Profi-Wettkämpfe du von Anfang bis Ende gemacht hast? Ja, ich habe 6 aktive Jahre gehabt. Bei dir ist echt schwer, das zu recherchieren, so im Internet, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, von 2000 bis 2006 habe ich Wettkämpfe gemacht, dann 2007 habe ich ausgelassen, 2008 wollte ich dann wieder angreifen und da habe ich mich ja dann verletzt, also die Patellasehnen abgerissen. Und in den 6 Jahren, wo ich aktiv war, habe ich jedes Jahr 3 bis 4 Shows gemacht im Frühjahr. Mhm. Also so 20 oder mehr Wettkämpfe, Profi-Wettkämpfe. Aber wirklich mit
geilen Typen gestanden und eine Dichte gewesen. Da haben ja teilweise fast 50 Leute auf der Bühne gestanden. Mhm. Und so eine Dinger. Und alles Granaten halt, ne? Auch so. Die Namen, die vergisst man immer so schnell. Was war denn so die krasseste Erscheinung? Jetzt warst du natürlich auch mit richtigen Namen auf der Bühne gestanden, aber es gibt sicher so Leute, wo man sagt, die sind jetzt vielleicht so ein bisschen unter Radar geschwommen, aber das war so in Real Life, du hast jetzt schon Tom Prince beispielsweise gesagt, das waren so in Real Life echte Erscheinungen. Ja, da gab es eigentlich eine ganze Menge zu der Zeit. Greg Titus, wenn man den live auch so ein schöner Assi, Mörder. Der sitzt ja immer noch, oder? Ich glaube, ja. King Kamali, wie gesagt, den haben sie alle gehasst. Oder ich habe mich Bombe mit dem verstanden. Also wir hatten immer so ein gutes Verhältnis. Jetzt nicht innig, aber das war alles cool mit uns gewesen. So. Wen gab es denn noch so? Wie komm nicht, der ist auch im Knast jetzt. So ein begnadeter Poser, ein Schwarzer. Wie gesagt, ein Namensgedächtnis ist echt für den Arsch, Alter. Kalle wird alt. Ja, aber ansonsten. Aber was heißt begnadeter? War nicht Bertel Fox auch ein guter Pause? Bertel Fox? Ja. Nee, eher weniger. Aber ja. Massenschwein, aber weit vor meiner Zeit. Das war ja so die Zeit. Ja. Ich war ja so in einer Yeats-Ära, bin ich ja aufgewachsen, mehr oder weniger. Bertel Fox war natürlich das Masseschwein schlechthin damals, konnte leider gar nicht posen. Deswegen hat er sich mal unter Wert verkauft. Aber war schon ein ganz schöner Kracher gewesen für mir die fällt, Zeit. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst, aber ich hab den Namen gerade auch nicht. Mir fällt Ja, wie gesagt, die Dichte war zu groß, da gab zu viele gute eigentlich. Ne? Aber so das Nonplusultra, wenn es auf der Bühne war, war halt dann meistens Markus, kann man ganz klar sagen. Oder Art Atwood war auch ja ein Brecher gewesen, also brutalen Rücken gehabt, der Mann. Mit Nasser hatte ich auch einen Vergleich sogar. Mit Nasser ist am Party eigentlich noch zusammen auf der Bühne gestanden. Ich habe schon mit coolen Leuten auf der Bühne gestanden. Das ist schon. Habe ich sogar, glaube ich, in meiner Instagram-Galerie habe ich ein Vergleichsbild mit ihm. Der, bei dem direkten Vergleich in einer Vierteldrehung von der Seite. Der Vorteil bei dem Foto ist, er steht noch nicht richtig drin und ich stehe schon drin und deswegen sehe ich besser aus. Hast gewonnen, deswegen, den Vergleich. Deswegen habe ich das auch gepostet. Ja, wie gesagt, Nasser in Bestform auch unschlagbar. Ein Tier unschlagbar. Wie war Nasser als Zombati als Typ so? Ich habe neulich einen Interviewausschnitt, das gab es auf Instagram irgendwo in dem Reel gesehen. Da hat er dann gesagt, die Frage müssen wir anders stellen. Oder nee, ich erzähle ein bisschen, ihr seid jetzt mal leise, die Frage beantworte ich nicht. War ein schwieriger Typ so? Der konnte ja auch Deutsch. Ja, nee, eigentlich nicht. Er war extrem intelligent, er konnte 5 oder 7 Sprachen. Und hatte auch irgendeinen Doktortitel, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber hat sich halt bedeckt gehalten, weil die Jungs, die waren ja auch immer irgendwie angenervt, war von, das waren so alles, die wollten alle ihre Ruhe haben. Und wenn dann irgendwelche Fanboys kamen oder was mit irgendwelchen Spasti-Fragen, die, deswegen kommt der vielleicht dann ab und zu auch mal genervt rüber, so ein Mann. Also jetzt nicht nur er, auch andere. Wenn du dann wirklich gute Miene zum bösen Spiel machen willst, und gar nicht weiß, was dem Mann eigentlich würde zu sagen, überleg doch einfach nochmal, bevor du mich fragst. Oder verpiss ja immer und lass mich doch mal Ruhe mit dem Scheiß, ne? Oder komm mit was Wichtigem wieder. So, aber ich habe ihn eigentlich, er hatte eigentlich nur einen harten Gesichtsausdruck bei der Messe. Er war schon ein geiler Kerl, er war schon ein feiner Kerl. Definitiv. So, was ich von ihm kennengelernt habe. Also ich habe nie Stress gehabt. Wir sind uns immer höflich begegnet und auch wenn, wie gesagt, wo ich Rookie war, da, er hat mich nie schlecht behandelt. Hat aber, glaube ich, auch keiner gemacht, so, ne? Dieses Angebitsch und sowas habe ich nie erfahren, wirklich. Also, da diesen Fotzenheit, oh, der könnte jetzt besser sein, oder der will mir mein Brötchen wegnehmen oder so. Das gab's. Im Gegenteil, es war sehr freundschaftlich hinter der Bühne, fand ich jetzt. Vielleicht haben es andere Leute anders wahrgenommen. Aber wahrscheinlich ist so, wie man in den Wald reinruft, weil ich war ja immer der mit den großen Augen da stand und oh, das ist ja der, das ist ja der, das ist ja der. Also meine ganzen Idole da und dann habe ich aber selber mit dem 16er-Ärmel daneben gelegen, dazwischen gelegen, in dem ganzen Robbenhaufen. Ne?
bei der ganzen Kritik, die es jetzt gerade gibt in unserem Bodybuilding-Zirkus, sei es jetzt gegenüber Tim, sei es gegenüber Roman, gibt es jemanden, den du gerne coachen würdest von den aktuellen deutschen Profis, wo du auch sagen würdest, das wäre ein Experiment, dem du weiterhelfen könntest mit deiner Erfahrung? Könntest du die alle besser machen mit deinem Wissen? Naja gut, sagen wir mal so, trainingstechnisch sicherlich den einen oder anderen, aber da gibt's, also da habe ich gerade nur zwei vor Augen und das wäre der Tim und der Emir. Beim Emir würde ich definitiv was ändern, was ihm zugutekommen würde, trainingstechnisch her. Und ja, und was die Supplementierung und das alles angeht, da stecke ich ja nicht drin, was sie da zurzeit machen. Das müsste ich mir anschauen und gucken, was man da umändern könnte, was Sinn macht, was nicht Sinn macht, obwohl die da schon relativ oder ziemlich gut beraten sind. Der Tim ist ja, soweit ich weiß, bei Stefan Kinzel noch. Und der Emir ist beim Chris Asito. Und ich denke mal, ja, Chris Asito ist jetzt nicht der Radikalste, was das angeht, das weiß ich. Und aber Emi ist halt noch jung und hat die Jugend auf seiner Seite. Aber die geht auch irgendwann vorbei. Also er muss die Zeit jetzt nutzen. Ne, er ist jetzt nicht mehr der Hingucker, wo er 21 war, sondern er ist jetzt, glaube ich, schon 23 oder so. Und irgendwann ist er 27 und irgendwann ist er 35. Also die Zeit geht wirklich schnell in dem Game. Und dann sollte man gucken, dass man immer das optimale Ergebnis findet. Ich wünsche beiden, dass die das mit ihren Trainern hinbekommen. Aber ich würde auch beide gern halt unter meine Fittiche nehmen, ja, weil das ist so, Leute mit Potenzial, da musst du nicht viel machen, als wie jemand, den du total von Stunde Null begleitest, wo der seine erste Hand in die Hand nimmt, wo du denkst, das wird nie was im Leben und dann aber auf einmal siehst, da ist so eine Blume, die langsam aufgeht, so. Ne, habe ich auch gerade so einen Athleten in meinem Team, ganz junger Bengel, dachte ich, oh, naja, coach da halt, guckst mal, was wird und der reißt sich jetzt wirklich den Arsch auf und hat für seine Verhältnisse richtig gute Erfolge. Und letztens hat er wieder ein PT bei mir gehabt. Da habe ich mal live gesehen. Da dachte ich schon, oha, Alter, aus dem könnte ich vielleicht sogar mal so einen Günther Schlierkamp machen, wenn er durchhält. Aber da musst du halt auch aufpassen, weil er ist extrem jung, der ist gerade 18 geworden. Da kannst du natürlich nicht verbrennen, so ein Mann. Ne? Der braucht Zeit, der braucht einfach Zeit. Würdest du mir bei Emir recht geben, wenn ich sage, der hat so am ehesten diese Heiko Kalbach Einstellung, dieses einfach ohne Kompromisse, Vollgas im Training, Vollgas beim Essen, scheißegal, wie das jetzt schmeckt, wie das aussieht, ob das jetzt geruckelt oder geschüttelt ist beim Training. Ich will einfach dahin, wo richtig abgeräumt wird. Ja, er ist hungrig. Er ist tatsächlich hungrig. Und wie du schon gesagt hast, ihm ist das alles relativ egal. Er hat den richtigen Fokus, definitiv. Hat auch jetzt nicht so die Verpflichtung wie den Tim an der Backe und deswegen hat er da mehr Spielraum, ist ein komplett anderer Typ wie ich, aber er ist gnadenlos, was Essen angeht, bedingungslos, also er ist extrem diszipliniert, ne, und das finde ich so gut an dem Jungen, aber wie gesagt, kann man sicherlich viel optimieren bei ihm, um Zeit zu sparen, ne, weil Emir hat seinen eigenen Kopf, was auch gut ist, aber deswegen ist es auch schwer, da einen Weg reinzufinden, ne. Weil das, was er bis jetzt gemacht hat, hat ja auch bis jetzt funktioniert. Mhm. Er hat sich ja sehr gut entwickelt. Die Zeit wird zeigen, ob es so weitergeht. Ne? Es muss so weitergehen, wenn er sein Ziel erreichen will, definitiv. Ne? Und da drücke ich ihm natürlich die Daumen bei, ja? Zumal er auch Teamkollege von mir ist. Mhm. Ja. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Sache klären, die wirklich super, super oft gefragt wurde. Und zwar hast du dich ja damals bewusst dafür entschieden, den Sport mit gewissen Hilfsmittelchen zu betreiben. Das machen aber nicht alle. Mittlerweile bildet sich da ja immer eine größere Fraktion, die den Sport dopingfrei betreibt. Zumindest sagen sie, dass sie den dopingfrei betreiben. Ist es wirklich so, dass du ein Problem mit Natural Bodybuilding hast? Beziehungsweise kannst du sagen, was dich daran stört? Ich bekomme auch nicht immer alles mit, aber das scheint unter den Followern ein riesen Schmerzpunkt zu sein. Deine Einstellung zum Natural Bodybuilding. Gut, dass du die Frage stellst. Muss ich dir ehrlich sagen, habe ich mir heute nochmal Gedanken drüber gemacht, weil ich habe mir nochmal ein paar Videos angeguckt tatsächlich vorhin, wo ich so Langeweile hatte, weil ich stöber ja dann doch mal ein bisschen von dir? YouTube rum. Nee, von okay. diesen Jungs. Okay. Und ich versuche immer dahinter zu steigen, ob ich da was Gutes dran finden kann. Und hast es immer noch nicht verstanden wahrscheinlich, höre ich so raus. Doch, weil, pass auf, Danny, ich bin der Meinung,
Die leben Bodybuilding, die lieben Bodybuilding, die reißen sich den Arsch auf, die machen das aber halt alles auf einem anderen Level. Das ist so ein kleines Bodybuilding. Irgendwie. Da können die jetzt beleidigt sein, wie sie wollen. Ist so. Die arbeiten, die können ja gar nicht auf dem Level arbeiten. Schon von den Gewichten her und so. Weil schau dir die Jungs mal an, wenn die im T-Shirt relaxed vor dir stehen. Da würdest du doch nie im Leben glauben, dass ein Kubik oder so Weltmeister ist oder die alle so Paul Unterleitner sieht aus wie ein Schwimmer. Und auf dem Wettkampf sind die auf einmal ready. So. Deswegen, ich erkenne die Leistung mittlerweile an, weil sie sind ja hart, sie zeigen Muskeln, aber das ist halt alles auf einem komplett anderen Niveau, wie da, wo ich herkomme und mit dem, womit ich mich beschäftige. Ne? Ich werde auch versuchen, den Jungs nicht mehr ganz so viel Unrecht zu tun, weil sie reißen sich ja auch den Arsch auf. Bloß, wie gesagt, mit welchen Mitteln die das teilweise machen, wie die sich vorbereiten, wie die da rangehen, was die abwiegen und abwägen, das ist alles so ein Kasperkram für mich. Das ist so, ja, so lächerlich für mich, ne? Aber die haben es halt so gelernt und bei denen scheint es offensichtlich so zu funktionieren. Das einzige Problem, was ich damit tatsächlich habe, ist, weil es wurde schon zu viel gelogen in dem Sport, in dem Naturalsport. Das ist das Problem, weißt du, dass die Leute, die das machen, wollen die sich denn ins bessere Licht drücken? Oder ich weiß es nicht. Und das ist das zum Beispiel, was ich hasse dann. So eine Leute, die, wo man genau weiß, die haben was genommen und die dann sagen, ich habe noch nie was genommen und ich werde auch. Und das macht diese Nische Natural Bodybuilding für mich so kaputt. Und die Leute, die es gibt immer Ausnahmeathleten, ne? Und was jetzt gerade so in den YouTube, sage ich mal, in den Top 5 so rumspringt von denen, ist der Kubik, ist der nicht Lauterbach, der Unterleitner, und der Patrick Teutsch, Brose. Patrick Teutscher zum Beispiel, ne, das ist, das sind so die Namen momentan, glaube ich, so in der Szene. Aber wie gesagt, wenn ich die Jungs vor mir hinstelle, würde ich am liebsten in Schulranzen umbinden und viel Glück bei dem ersten Tag, so ungefähr, weißt du? Aber wenn sie dann auspacken, wow, Alter, was denn da, ne? Aber es ist halt, man muss das immer im Verhältnis sehen, ne? Im Fernsehen sieht das alles unwahrscheinlich groß und spektakulär aus, ist es aber in Live nicht. Wenn man das jetzt mit den entsprechenden Profi-Pendants vergleicht, ne? Das ist halt eine andere Liga, aber das ist die Liga, mit der ich mich beschäftige, wie gesagt, und wo ich Freude dran habe und die ich selber gelebt habe. Ich habe ja den Teil so wie die eigentlich nie gelebt. War zwar auch eine Zeit lang natural, aber da war ich nicht wettkampfambitioniert, beziehungsweise noch nicht wettkampfambitioniert, weil ich wusste, da wo ich hin will, das geht natural nicht. Das wird nicht funktionieren. Es wurde mir auch damals so erklärt und dann habe ich das halt hingenommen und dann habe ich halt mich für den Weg entschieden, Stoff zu nehmen. Und mir war das auch egal, weil ich habe mich da so ein bisschen auf meinen Trainer verlassen, weil man braucht da eine Bezugsperson, glaube ich. Und ich hatte einen sehr, sehr guten Amateurtrainer gehabt, der Klaus Maibohm aus dem Olympic, zu dem ich jetzt immer noch ab und zu hinfahre, weil da ist eine echt tiefe Freundschaft entstanden damals. Und ja, der hat mir die ersten Schritte im Bodybuilding, das Laufen gelernt da, ne? Wie das überhaupt funktioniert, was da los ist und war genau wie die anderen Blödmänner. Hallo, hier, ich bin Heiko Kalber, ich will Weltmeister werden. Da hat der hat, glaube ich, nicht mal hinter der Zeitung vorgeguckt. Mhm. Ja, geh mal runter, da zieh dich mal um. Ne, so bis der Tausendste so ungefähr. Ne, so ist das damals gelaufen. Und dem wollte ich das natürlich zeigen. Das sind so kleine Sachen, die sind hängen geblieben. Wie, der beachtet mich nicht? Den großen Heiko Kalbach aus Berlin. Ich komme in Hamburg, werde nicht beachtet. Ja, und dann so, okay, alles klar, ich muss dir mit Leistung überzeugen. Naja, dann muss man sich aber erst mal in den Arsch aufreißen, damit man wahrgenommen wird. Und dann wird man wahrgenommen. Und dann kann man sich da reinfummeln irgendwie in die Richtung, in die man marschieren möchte. Und das war dann ganz klar Wettkampfsport für mich. Mhm. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die sind alle natural, wir wollen jetzt niemandem was unterstellen, auch wenn es da jetzt gerade so ein Skandälchen gibt, sage ich jetzt mal, würdest Gibt's du das sowas? Nicht auch? Nein! Ich habe davon gehört, aber wir wollen ja jetzt auch nicht wieder da drauf rumreiten, aber wäre das nicht für dich auch super spannend, so ein Paul Unterleitner, so ein Patrick Teutsch, so ein Daniel Kubik zu sehen, wie die anfangen würden nachzuhelfen? Oder glaubst du, da passiert gar nicht mehr so viel? Aber sicherlich würde da was passieren.
weil die drei Benannten sind alle relativ jung. Die sind körperlich ausgereizt, würde ich mal sagen, aber fast ausgereizt. Wenn du da jetzt anfängst, richtig zu arbeiten, dann wird es schon einen Riesenknall geben. Auf jeden Fall, bin ich von überzeugt. Mhm. Da muss man dann halt nur gucken, wie bei jedem die Genetik mitspielt, damit es am Ende auch gut aussieht. Mhm. Ne? Weil Paul, der hat eine relativ lange Mittelpartie. Beim Daniel, da ist die Beinform jetzt nicht so super schön. Und Patrick habe ich, Patrick heißt er, ne? Ja. Mhm. Da habe ich die Beine noch nicht gesehen. Also ich habe den nur am Oberkörper gesehen. Und ja, wenn da mal Fleisch reinkommt, warum soll das nicht gut aussehen? Ne? Mhm. Also, und wie gesagt, das ist so wie, die Jungs fahren gerade mit angezogener Handbremse und wollen aber Vollgas geben. Mhm. Und jetzt stell mal vor, du lässt die Handbremse los. Mhm. Die fliegen wie so ein scheiß Jumping-Seil nach vorne. Mhm. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Du hast dir da sicher auch schon eingehend drüber Gedanken gemacht. Was müsste sich deiner Meinung nach ändern, dass in der offenen Klasse wieder ein deutscher Athlet ganz vorne mitmischen kann? Es liegt ja nicht nur am Chemiebaukasten. Mindset, hat man eingangs gesagt. Mhm. Es muss mal einer die Eier wieder nehmen und sagen, ich will das. Ich habe mal gehört, der Justin vom Max Madsen, der hat so eine Einstellung. Ich bin nur der Meinung, dass er trainingstechnisch sich da ein bisschen limitiert. Also da mein lieber Freund Max ja auch noch nie wirklich richtig trainiert hat im Leben. Habt ihr euch eigentlich wieder lieb oder ist das so eine Dauerfehde, die ihr da untereinander habt? Wir haben keine Fehde. Wir haben nur zwei extrem unterschiedliche Auffassungen, Weltauffassungen wahrscheinlich. Mhm. Ihr stichelt halt dann so gerne mal einfach. Ja, sportlich. Wie gesagt, ich find viele Sachen nicht gut. Habe ich aber auch gesagt, was ich nicht gut finde an ihm. Und Max unterstellt mir halt einfach nur fehlendes Wissen, ne? Und ja, wenn das so ist, wenn er denkt, das ist so, dann ist das seine Meinung, kann ihm nicht böse sein. Deswegen werden wir nie Best Friends werden, aber wir respektieren uns, wenn wir uns sehen, grüßen wir uns. Es war auch schon mal anders, da wollte ich ihm sicherlich auch mal einen abziehen oder so. Aber das ist eigentlich überflüssig, weil ich ändere den Menschen ja eh nicht. Und er ist so, wie er ist. Ein Charakter ändert sich nicht mehr. Und ich habe auch öfters gesagt, ich wünsche dem Max viel Erfolg und alles Gute, weil sein Geschäftsmodell, das funktioniert 100% besser wie meins, was den Sport angeht. Ne? Ja. Also dafür Hut ab. Ne? Und aber wie gesagt, ich lege auf ganz andere Sachen Wert. Und ja, um deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich würden sich die Leute wundern, wenn wir nebeneinander stehen, wie dass wir uns doch relativ gut verstehen. Es ist ja nur der Sport auf dem Bereich, wo wir Kontrolleurs sind. Mhm. Er ist ein netter Bengel. Also er hat bis jetzt versucht, respektvoll zu sein. Ich hoffe, das bellt auch bei. Max bellt ja das bei, weil das sind so Sachen, auf die reagiere ich dann allergisch, wenn man mir keinen Respekt gegenüberbringt. Aber ansonsten kann man sich immer auf Augenhöhe unterhalten und auch mal den einen oder anderen Einwurf von mir überleben und umgekehrt genauso. Mhm. Na? Wärst du bereit, beziehungsweise hättest du Bock, mit dem Max mal hier einen Podcast zu machen? Ich als Moderator, du auf der einen, Max auf der anderen Seite. Er hat mich auch schon ganz oft gefragt, ob ich mit ihm was mache. Nee, mit Max will ich nicht machen. Okay. Ich weiß nicht wieso, ich will nicht. Ich habe einfach keinen Bock. Ja, yes, das muss man ja respektieren. Ich würde es gerne sehen, die Leute bestimmt auch, aber wenn du sagst nein, dann muss man das akzeptieren. Ja, aber du, ob das jetzt 10 oder 30 oder 100.000 Leute sehen wollen, interessiert mich ja nicht. Mhm. Weißt du ja, ne? Mhm. Ich, das, was wir miteinander zu tun haben, das ist extrem wenig und das ist auch gut so. Deswegen haben wir ja wahrscheinlich dieses entspannte Verhältnis. Mhm. Und ja, alles andere ist... Vielleicht ändert sich das mal. Kann ja sein, dass ich meinen Starrsinn mal ablege, aber momentan ist es so, dass ich sage, nö, das ist so bei einigen Leuten, wo ich es überflüssig finde, bloß damit die Leute befriedigt sind, die Zuschauer dann solche Sachen zu machen. Da kommen wir wieder zu meinen Ecken und Kanten. Ich bin ich und ich momentan sage ich, nö, ist nicht. Da kann ich mich ja glücklich schätzen, dass du heute meiner Einladung gefolgt bist. Naja, würde jetzt überheblich klingen, wenn ich sage, ja. Aber guck mal, ich sehe uns beide als Kollegen, ich sehe uns nicht mal als Konkurrenten, gar nichts. Ich auch nicht. Du versuchst was für den Sport zu tun, was ich
sehr gut finde. Ich sehe mich genauso als Botschafter, das habe ich schon immer gesagt. Jetzt, wo meine aktive Zeit vorbei ist, sehe ich mich als Botschafter. Wir haben im Endeffekt beide das gleiche Ziel, den Leuten was nahe zu bringen über den Sport und vielleicht ein bisschen Aufklärung zu betreiben über die eine oder andere Situation, die entstanden ist. Und deswegen, und ich habe mit dir kein Beef, du kommst mir nicht scheiße rüber. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht genau, ob ich das mit deinem Kollegen gemacht hätte. Ich hätte dann wahrscheinlich schon nach dir gefragt, explizit. Mhm. Hier den Schweizer, weißt du? Mhm. Ja, klar. So, ich kenne ihn nicht, aber das ist so, es muss für mich passen, so von der Chemie her. Mhm. Und wie gesagt, du bist ein netter Bengel für mich und vielen Dank. Versuchst ehrlich deinen Standpunkt auch darzulegen und schwulst und schleimst nicht rum und gibst einfach den Leuten ihre Nachrichten. Und deswegen stand das für mich gar nicht in Frage, dass wir da nichts zusammen machen. Mhm. Na? Lass uns noch mal ganz kurz auf die Mindset-Geschichte kommen. Das ist, was in Deutschland fehlt. Du siehst das aber wirklich breit gefächert. Es geht hier nicht nur um Stoff, es geht auch um Training, es geht um Ernährung. Da muss halt einfach auch mal die Nase bluten im Training und da muss auch mal morgens eine Packung Haferflocken rein in der Massephase. Kann ich die mal kurz unterbrechen? Ja. Bevor ich mir eine Antwort vergesse. Mhm. Das Problem, was ich jetzt sehe, warum das so ist, hat ja alles eine Ursache, warum es diese Leute nicht mehr gibt. Mhm. Das Problem ist das, dass die von Kindheit an die Menschen, also nicht nur die Sportler, die Menschen generell mit Angst erzogen werden. Sei es von staatlicher Seite oder von zu Hause aus. Es wird immer mit Konsequenzen gedroht. Und es hat immer irgendwie, und so hat sich das von Generation zu Generation richtig manifestiert. Die Leute haben vor allem Angst. Die leben quasi mit ihrer Angst oder von ihrer Angst. Stell dir mal vor, die Leute hätten keine Angst mehr. Wie hätten, was wir für Verhältnisse hätten in dem Land. Ne? Das wäre wahrscheinlich drunter und drüber. Aber und weil das so gezielt alles von Anfang an gesteuert wird, Kindergarten, Schule, weiter, dass die Leute werden in diese Richtung geschoben. Es ist, was gefährlich ist, Finger weg. Alles, was gefährlich ist, ist nicht gut für dich. Mhm. Ne? Nee, das stimmt nicht. Weil guck dir an, alle Leute, die was geworden sind, oder viele Leute, die was geworden sind, die sind ein Risiko eingegangen, die haben eine Gefahr gehabt, ob es jetzt im Sport, im Geschäftlichen oder sonst irgendwo. Und deswegen konnten die sich weiterentwickeln. Und alle anderen, die sich hinter ihrem Gardine oder Taschentuch oder Rockzipfel verstecken, die werden immer mit angezogener Handbremse fahren und die sind aber auch leicht zu lenken. Das schweift zwar hier ab von dem Thema, aber ich denke mal, das ist die Antwort so ein bisschen, warum die Leute vor allem Angst haben. Vor Stoff, vor zu viel Essen, vor falschen Essen, vor zu schweren Hanteln. Alles ist gefährlich. Aber dann darf ich mir doch auch keine Illusion machen, Profi im Schwergewicht zu werden. Mhm. Ne? Also den gesunden Weg gibt's nicht. Das kann man vorab sagen oder das kann man abschließend sagen. Den gesunden Weg und den gefahrfreien Weg gibt's in diesem Sport nicht. Gibt's aber in keinem Sport, in keinem Leistungssport. Ne? Den Zahn müsst ihr euch ziehen lassen. Und wenn ihr dafür bereit seid, andere Wege zu gehen, wie es ihr in eurem Umfeld seht oder wie es euch vorgelebt wird, dann habt ihr die Chance, aber auch nur die Chance, erfolgreich zu werden. Mhm. Weisheit, Tagesweisheit zum Ende. Wie sagt man, Wort zum Schluss, Sonntag, ja. Schlusswort. Ja, Wort zum Sonntag, Schlusswort. Das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen. Wir wären durch für heute. Möchtest du noch was an die Community loswerden? Ja, geht mal auf meinen YouTube-Channel. Nein, lass ich weg den Blödsinn. Ich wünsche mir, dass ihr weiter so gespannt unsere Channels verfolgt, Garnicus wie auch den Kalle Report. Wir werden versuchen, euch da weiterhin auf dem Laufenden zu halten mit Sachen. Ich werde euch versuchen, mit meiner Art weiterhin erhalten zu bleiben, dass ihr auch ein bisschen Abwechslung habt in den ganzen Internet-Game. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit meiner Fresse auch in Zukunft. Und vielleicht machen wir ja mit Danny mal wieder was zusammen irgendwann. Ich bin für alles offen. Viele liebe Grüße an die Community. Ja, danke dir an der Stelle nochmal für deine Zeit, Heiko. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und wir müssen fast nochmal irgendwann was machen, weil die Nachfrage war so groß, wir haben so viele Fragen. Ich glaube, wir wären morgen noch nicht fertig, wenn wir alles beantworten würden, was die Leute hier gefragt haben. Deswegen lass uns das gerne machen. Und in diesem Sinne war es das auch schon wieder mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcasts. Feedback bitte in die Kommentare. Habt ihr nochmal Bock auf eine Folge? Ansonsten macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.